Achtung, ein kleiner Sicherheitshinweis, bevor dieses Video losgeht. Dieses Video ist definitiv nicht für Kinderaugen geeignet. Die Szenen, die du hier siehst, sind nicht nachgestellt und nicht geschauspielert. Alles, was du hier siehst, ist 100% echt. Deswegen könnte dieses Videomaterial auf einige Leute verstörend oder destabilisierend wirken. Deswegen, wenn du für so etwas sensibel bist, dann bitte, bitte schau dieses Video zu deinem eigenen Schutz nicht an. In der Nacht vom 31. September 2018 auf den Tag des 1. Oktober 2018 stand ich auf einer Autobahnbrücke. Ich stand dort, weil ich mir das Leben nehmen wollte. Und diese Entscheidung fiel mir in diesem Moment wirklich nicht leicht, da es sich für mich anfühlte, als hätte ich komplett versagt, weil es sich in diesem Moment für mich angefühlt hat wie ein riesen Selbsteingeständnis, dass ich der größte Loser und Versager bin, der es nicht mal hinkriegt, seine eigenen Probleme im Leben selbst zu regeln. Und doch siegte am Ende die Vernunft. Ich habe die Polizei gerufen und zwei sehr, sehr freundliche Polizisten haben mit mir lange geredet und mich anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dieses Video ist die Vorgeschichte dazu. Das ist Videotagebuch, mit dem ich anfange, weil ich einen Weg für mich selber suche, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe vorher ziemlich heftig heulen müssen. Weil
Moment. Das ist so eklig. Hi. Das ist wahrscheinlich das Persönlichste und Intimste, was ich jemals hochgeladen habe und vielleicht auch hochladen werde. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es würde mir einfach fallen, das jetzt einfach mal so zu veröffentlichen, weil das tut es nicht. Dennoch habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, das zu tun. Bevor wir aber anfangen, muss ich einfach noch einige Dinge in den richtigen Kontext rücken und ein paar Erklärungen und Anmoderationen dazu geben, weil das ansonsten wahrscheinlich bei vielen Leuten sehr falsch rüberkommt. Deswegen gib mir noch kurz bitte diese 2 Minuten, bevor wir anfangen, und lasst mich kurz noch ein paar Dinge erklären, damit du das auch, wenn du es dir anguckst, im richtigen Kontext anguckst. Erstens, es ist gerade mitten in der Nacht. Ich habe jetzt tatsächlich wieder die letzten 3-4 Stunden darüber nachgedacht, wie ich das eben für euch in den richtigen Kontext drücke. Und deswegen bin ich gerade auch total müde, aber ich muss es jetzt machen, bevor ich ins Bett gehe. Ich kann sonst nicht schlafen. Es gibt einige Leute, die mir geraten haben, dieses Video nicht zu veröffentlichen. Leute, die es gut mit mir meinen. Und der Grund ist schon nachvollziehbar, weil es eben eventuell schwach wirkt auf einige. Weil, naja, ich habe vor einem Jahr eine UG gegründet, also ein kleines Unternehmen. Und ich bin Geschäftsführer. Und Geschäftsführer müssen nun mal eben in der Gesellschaft immer stark rüberkommen und krass und immer wissen, wo es lang geht und keine Fehler und so weiter und so fort. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, es zu veröffentlichen. Erstens, weil es viele Leute gibt, die in einer ähnlichen Situation waren oder sind und für die das, was ihr jetzt gleich sehen könnt, vielleicht wirklich eine Hilfe darstellen kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass es halt wirklich auch nochmal auf einige Dinge einen anderen Kontext wirft. Ich hoffe, dass es durch dieses Video zwischen den Zeilen nachvollziehbar ist, wie das eigentliche Problem zustande kam. Denn, und das muss ich wirklich ganz kurz sagen, die Situation, in der ich war vor 1,5 oder 2 Jahren, war nur der Ausdruck eines eigentlich viel größeren Problems, das bei mir selbst lag. Dass ich es überhaupt so weit habe kommen lassen, lag bei mir. Es lag nicht an den äußerlichen Faktoren zu dem Zeitpunkt. Die haben vielleicht das Fass in dem Moment zum Überlaufen gebracht. Das eigentliche Problem lag bei mir. Und die Lösung ist verdammt einfach gewesen. Also theoretisch einfach, nicht einfach in der Umsetzung. Die Lösung, und ich kann es auch euch hier wieder in einem Wort zusammenfassen, die Lösung für all diese Probleme, die ihr gleich sehen werdet, ist Selbstliebe. Okay? Ich möchte mit der Veröffentlichung dieses Videos auf einige, ja, eventuell gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen, die man vielleicht so in dem Kontext noch nicht gesehen hat, weil darüber von der Seite aus einfach nicht gesprochen wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist eben, ich möchte Selbstliebe predigen und ich möchte Menschenliebe und Nächstenliebe damit predigen. Dinge, die ich seitdem so tief in mir drin, in meinem eigenen Mindset verankert habe. Und nein, ich bin nicht religiös. Das geht auch ohne religiösen Glauben. Das sind einfach Dinge, die uns alle Menschen auf diesem Planeten miteinander vereinen, die uns zusammen tolle Dinge erleben und erreichen lassen. Und das hat absolut nichts mit Religion zu tun. Und außerdem haben so viele meiner treuen Fans, von denen noch ein paar übrig geblieben sind, haben mich gefragt, Clemens, was war eigentlich jetzt in diesen 3 Jahren los? Und ich denke, dass das hier eine wirklich gute Erklärung ist. 2018 war für mich allgemein ein ziemlich krasses Jahr. Und das, was ihr jetzt seht, das ist nur ein kleiner Ausschnitt dieses, ja, der gesamten Story. Das ist längst noch nicht die gesamte Story. Dann ist mir noch wirklich eine Sache, und das ist wirklich die wahrscheinlich wichtigste Sache an diesem Video, bevor ihr das jetzt anschaut. Ihr werdet von mir dort einige wirklich zum damaligen Zeitpunkt ernst gemeinte, wirklich sehr ernst gemeinte Aussagen und Gedanken hören. Ich möchte aber hier an dieser Stelle wirklich ganz, ganz, ganz deutlich darauf hinweisen, dass das, was ich vor 2 Jahren in diesem Video, als ich psychisch wirklich instabil war, gesagt oder gedacht habe, in vielen, vielen Punkten absolut nicht mehr mein Gedankengang von heute ist. Viele der Gedanken, die ich damals hatte, waren ja mit ein Grund des Problems oder mit eine Sache, weswegen ich überhaupt diese Probleme damals hatte. Ich selber, als ich jetzt dieses Video für euch erstellt habe, habe mir an vielen Stellen des Materials wirklich gedacht, meine Güte, Clemens, dieses Videotagebuch ist ein Einblick in die Psyche eines instabilen Menschen. Ich selbst verspüre beim Anblick, wenn ich dieses Material anschaue, keinen Schmerz mehr. Ich schaue es an und denke mir so, yo, das war mal eine Zeit in deinem Leben, aber es löst nichts Negatives mehr in mir aus. Absolut nicht. Ich denke mir nur so, cool, dass du so weit gekommen bist. Cool, dass du aus der Situation rausgekommen bist. Cool, dass du eine Firma gegründet hast.
auch damit will ich einfach zeigen, es gibt einen Weg aus solchen Situationen. Wenn du in einer ähnlichen Situation gerade bist oder warst oder das Gefühl hast, in eine hineinzuschlittern, es gibt einen Weg daraus, es gibt einen Sonnenschein nach dem Regen, es gibt eine Lichtung im Wald oder hinter dem Wald, der Wald hört irgendwann auf, okay? Ich weiß, wie verzweifelt und ohnmächtig ich mich selbst in diesen Momenten gefühlt habe, rückblickend betrachtet. Und es ist nicht das Ende, wenn du es nicht zum Ende machst. Und ja, so wie ich die Leute, meine Ex-Freundin und ihre Familie kennengelernt habe, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte kein bisschen Schiss vor den Konsequenzen, die dieses Video bei ihnen auslösen könnte oder was sie daraufhin tun. Meldet euch gerne, ich würde mega gern mit euch reden. Ich hab mir nur leider bisher nicht die Möglichkeit dazu gegeben. Ich will euch absolut nichts Böses damit. Wäre es ein Racheakt, hätte ich es längst getan. Nicht erst jetzt, knapp 2 Jahre später. So, ein kurzes Update noch an der Stelle. Es ist jetzt nämlich der nächste Morgen. Um 1 Uhr morgens habe ich diesen Tweet abgesetzt gestern, an dem ich wirklich offen auch nochmal meine Gedanken zu dem Thema gesagt habe, ob ich das Video wirklich veröffentlichen soll und so weiter. Gerade mal 8 Stunden später, nämlich um kurz vor 9 heute Morgen, kam direkt der Anruf des Vaters meiner Ex-Freundin und naja, der Drohung von Anwälten. Ich denke, das Aussprechen ist leider dann doch vom Tisch. Also im Sinne von, es scheint nicht die Bereitschaft zu herrschen, was ich sehr schade finde. Wirklich schade finde. Ich weiß nicht, was ich krasser finde. Der Fakt, dass sich scheinbar nichts verändert hat im Verhalten. Also wirklich, das war so vorhersehbar. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ein einfacher Tweet schon reicht, um es zu triggern. Oder ob es die Tatsache ist, dass meine sozialen Medien immer noch so krass nachverfolgt werden, dass ein Tweet, den ich um 1 Uhr morgens absetze, am nächsten Morgen schon direkt bekannt ist. Wohlwissend, dass der Vater kein Twitter benutzt. Das heißt, ich kann mir schon ziemlich genau vorstellen, wer das war, der den Tweet gesehen hat. Und die Tatsache, dass du immer noch 2 Jahre später meinen sozialen Medien so intensiv folgst, dass es keine Nacht vergeht, ohne dass du das neueste Update meiner sozialen Medien hast. Mein Gott, lass doch bitte einfach los. Du machst dir damit selber das Leben schwer. Du leidest darunter, nicht ich. Und ich für mich persönlich konnte allem, was damals passiert ist, den Menschen, die daran beteiligt waren, in meinem tiefsten inneren Herzen absolut vergeben. Das konnte ich nur leider nie persönlich darstellen, denn auch wenn ich, und das ist auch der Grund, warum ich leider zu vielen Punkten keine objektivere Meinung habe, als zu versuchen, möglichst selbstreflektiert zu sein, ich habe halt dann auch wirklich gefragt, so, hey, also das war über ein Jahr später, wollen wir uns vielleicht mal ausquatschen und einfach mal wirklich objektiv über die Sache reden, und das wurde leider abgeblockt. Deswegen habe ich nur meine eigene Sicht auf diese Dinge. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte eine objektivere Sicht. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mich mit den Leuten nochmal aussprechen können. Es war nicht gewollt. Das muss ich respektieren. Heißt das, dass die Dinge, die damals getan wurden, cool waren? Nein, absolut nicht. Aber, wie gesagt, der eigentliche Grund, warum ich selbst mich überhaupt so tief in so ein Problem manövriert habe, war erstens meine Instabilität, wofür diese Leute nichts konnten. Die war auch davor schon grundsätzlich gegeben. Sie haben sie einfach nur leider noch weiter getriggert. Und ich habe mich selbst in eine Ohnmachtsposition gegeben, die mir nicht bewusst wurde. Wäre ich zu dem Zeitpunkt voll stabil gewesen, wäre sehr viel davon niemals passiert, weil ich viel früher die Reißleine gezogen hätte. Und ja, was ihr jetzt seht, ist wie gesagt nur ein Teil der Story. Das ist längst nicht die ganze Story. Und das Thema an sich ist unfassbar komplex. Jetzt, wo ich das alles ausgesprochen habe, kann ich jetzt auch beruhigt schlafen gehen. Und ich gebe dir jetzt den wahrscheinlich persönlichsten Einblick in mein Leben, den ich dir wahrscheinlich geben kann. Es ist einer der intimsten Momente und wichtigsten Momente in meinem Leben. Damals war er negativ, heute rückblickend muss ich sagen, es war ein fucking wichtiger Moment. Und der Grund, warum dieses Videomaterial überhaupt existiert, ist, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt einfach wirklich so einsam, so alleingelassen und so machtlos in meinem Leben und meiner Position empfunden habe, dass die einzige Person, mit der ich sprechen konnte, ein alter Freund war, mit dem ich mich da zu dem Zeitpunkt seit 8 Jahren sehr gut verstand. Und das ist
eine Kamera. Ich denke, das sagt schon viel aus. Los geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Bein ist nur die allerletzte Schlussfolgerung einer für mich echt großen Sache. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe große Lust drauf. Wirklich nicht. Aber ich fange schon wieder an abzuwägen. Und schon wieder, weil ich das schon sehr häufig gemacht habe. Ich fange abzuwägen, was sehr mehr Sinn ergibt. Weiter zu kämpfen. Oder Selbstmord. Weil ich bin des Kämpfens einfach müde. Und ich bin erst 25, wie soll ich das mein ganzes Leben durchstehen? Und es ist ja nicht erst seit gestern. Es gab halt Phasen, wo es nicht war oder wo ich auf andere Art gekämpft habe. Oder wo ich gekämpft habe, weil ich ein Ziel gesehen habe. Aber wie das so ist mit jungen Männern. Junge Männer brauchen Ziele, für die sie kämpfen. Für die es sich zu kämpfen lohnt. Und wenn nichts da ist, wofür dann kämpfen? Aber ich kämpfe schon seit der Grundschule. Ich gebe dafür keinem die Schuld. Gar nicht. Aber ja, es hat angefangen mit der Scheidung meiner Eltern. Hat es. Aber dafür gebe ich keinem die Schuld. Mein Gott, es war halt so. Das ist auch nicht der Grund, warum ich hier heute sitze. Ich wollte einfach nur erklären, weiß ich nicht, die Ablehnung in der Schule immer und das Mobbing über die gesamte Abi, über die gesamte Gymnasiumszeit hinweg. Dann mit 19 die Flucht überall hin, nur Hauptsache nicht zu Hause bleiben. Weil ich es einfach nicht gepackt habe, zu Hause zu bleiben, wo diese ganzen Erinnerungen an über ein Jahrzehnt Ausgrenzung und Mobbing waren. Und ich würde es auch heute nicht packen, da wieder hinzuziehen. Nicht, weil ich den Leuten noch ernsthaft böse wäre, aber was wartet denn dort auf mich? Meine Mutter wohnt irgendwo auf dem Berg. Ist zwar schön da, aber man kommt nicht weg. Meinem Vater verstehe ich mich nicht. Und jetzt bin ich hier irgendwo in Mittelfranken.
weil ich zu meiner ehemaligen Verlobten gezogen bin. Weil ich zum ersten Mal in meinem Leben dachte, nach all den Jahren des Suchens endlich angekommen zu sein. Und ich habe sie über alles geliebt. Über alles. Es gab für mich nichts Wertvolleres auf dieser Welt als diese Frau. Ich habe in meinem Kopf. Ja, ich weiß, es ist naiv. Schon klar. Aber die Liebe war einfach zu stark. Ich konnte es nicht verhindern, dass ich so denke. Er hat bei irgendwie jede Logik ausgesetzt, ich weiß auch nicht. Ich habe schon gesehen, wie wir. Zusammen in Urlaube fahren, vor dem Altar stehen, sie einen dicken Bauch hat, wir Babys in Kinderwägen durch die Gegend schieben, für diese Kinder da sind, ihnen alles geben, was wir wissen, und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich habe eine Familie gefunden, die ich immer vermisst habe in meinem Leben. Wenn du immer ausgegrenzt bist, immer alleine bist und immer wie so ein einsamer Wanderer durch die Welt ziehst, obwohl du gar nicht willst, obwohl du eigentlich einfach nur Leute haben willst, mit denen du dich verstehst. Die du da sein kannst und aber wenn einfach dich aufgrund deines Charakters, aufgrund deiner Einstellung, aufgrund deines, keine Ahnung, du immer wieder ohne es zu merken, aneckst. Leute dann irgendwie den Kontakt einfach nie zu dir suchen und du fragst dich jedes Mal warum und denkst dir so, bin ich jetzt der Doofe oder sind es die anderen? Und wenn du einfach so lange alleine bist und dann da auf einmal dieser Leuchtturm auftaucht, in Form einer Frau, die du über alles liebst. Und die super tolle, nette Eltern hat. Und einen netten Freundeskreis. Und dann. Dann bist du auch bereit, für diese Frau alles zu machen. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich das, auch wenn man mir immer wieder vorgehalten hat, ich hätte es nicht. Aber das habe ich. Ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Sozialkrüppel. Vielleicht bin ich, habe ich irgendeinen psychischen Schaden, einen kleinen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe wirklich immer versucht, nach meinem besten Können
an den Fehlern zu arbeiten, die man mir aufgezeigt hat. Obwohl sie gleichzeitig das nicht getan hat, wenn man ihr Fehler aufgezeigt hat. Und es trotzdem immer wieder gemacht hat und nicht drüber nachgedacht hat. Zumindest, gut, vielleicht hat sie drüber nachgedacht, aber geändert hat sie es nie. Ich habe mir gesagt, Clemens, warum tust du dir das an? Warum bleibst du bei einer Frau, die an dir kritisiert, aber sich selbst nicht bereit ist zu ändern? Warum? Und die Antwort ist Liebe. Und dann macht sie Schluss aufgrund der Dinge, die sie an dir kritisiert, die du ja nicht änderst. Oder zumindest nicht schnell genug. Und wenn du 10, 12, 13 Jahre umherirrst, vielleicht sogar länger, keine Ahnung. Eigentlich hat das damals angefangen, als die Werns aus Marburg weggezogen sind. Das war in der 2. Klasse. Weil ich nie gut darin war, ernsthaft Freunde zu finden. Aber auch das ist kein Vorwurf. Sicher nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja auch niemandes Schuld, dass ich keine Freunde finden kann. Und da ist auch niemand für verantwortlich. Aber wenn du, sage ich jetzt mal, einfach so lange umherirrst. Ich weiß nicht, ob ich immer alleine war, aber ich hatte immer das Gefühl, alleine zu sein. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ich weiß, meine Mutter war immer für mich da. Und ja, es gab auch ein paar Leute, die für mich da waren. Ich denke da zum Beispiel an David, der einfach da war, als ich nach Köln ziehen wollte. Und mich bei sich hat wohnen lassen, obwohl wir uns nicht mehr kannten. Und der auch anschließend immer da war, wenn ich seine Hilfe gebraucht habe. Und ich habe mich eigentlich viel zu wenig dafür revanchiert. Ich hätte auch nicht gewusst, wie, weil David konnte irgendwie immer alles. Und der um 1 Uhr morgens da stand, um mir bei einem Umzug zu helfen. Obwohl alle anderen abgesagt hatten, die helfen wollten. Und das, obwohl er am nächsten Tag arbeiten musste. Und erst um 3 oder so dann zu Hause war. Das sind wahre Freunde. Aber bis auf das habe ich in meinem Leben immer das Gefühl gehabt, alleine durch die Welt zu gehen. Und klar, es gab immer mal wieder, sage ich jetzt mal, Frauen, die mich halt als Partnerin ein Stück weit begleitet haben. Aber Jenny war die erste Frau, bei der ich das Gefühl hatte, nicht mit ihr an meiner Seite durch die Welt zu gehen oder durchs Leben, sondern wirklich als Einheit. Komplett auf Augenhöhe und wie gesagt,
Allein die erste Umarmung, die wir miteinander hatten, die war so herzerwärmend einfach. Das war der Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Und wir haben uns so krass ineinander verschossen. Und ich habe in ihr die Frau meiner Kinder gesehen, unserer Kinder. Und wir hatten Diskussionen darüber. Ich weiß es bis heute nicht, aber da ich als Kind mal zwei OPs hatte, ist bis heute, also zwei sehr spezielle OPs, ist bis heute nicht klar, ob ich überhaupt zeugungsfähig bin. Und ich glaube, ich gehe nicht zum Arzt, um es zu checken, weil ich Angst davor habe, dass es sein könnte, dass ich es nicht bin. Also aktuell ist das noch ungefähr Schrödingers Katze. Aber sobald man misst, steht's fest. Und dann hatten wir Diskussionen darüber. In der ersten Woche, in der wir uns kennengelernt haben, saß ich bei ihr auf Arbeit auf der Terrasse. Und wir haben eine Liste mit Namen von Kindern geschrieben. Also eine Liste mit Kindernamen. Männliche und weibliche. Und erst habe ich welche aufgeschrieben. Und dann hat sie diejenigen durchgestrichen, die gar nicht gehen. Und hat die stehen lassen, die okay wären. Und hat dann ihre eigenen hinzugefügt. Und habe ich die durchgestrichen, die für mich gar nicht gehen. Und dann das gleiche mit jungen Namen. Das war in der ersten Woche, wo wir uns gekannt haben. Nach 2 Wochen habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Vor ihren Eltern. Beim Abendessen. Und sie hat angenommen. Nach 3 Wochen haben wir ihren Bruder zum Fußballtraining gebracht und sind dort geblieben, weil ich gemeint habe, hey, ich will mir das mal anschauen. Und dann standen wir da auf dem Trainingsgelände, auf den Zuschauerplätzen. Und dann kamen wir irgendwie drauf, ob wir es denn beide wirklich so ernst meinen mit den Kindern, wie wir gesagt haben. Und sie meinte es verdammt ernst. Sie meinte, ja, okay, lass uns ein Kind machen, ich setze die Pille ab. Sofort. Und sie hat es wirklich gemacht. Ich war derjenige, der gesagt hat, aha, ich liebe dich echt über alles, ne? Aber lass uns bitte erstmal noch ein bisschen warten. Und irgendwann hat sie ja sogar die Pille abgesetzt. Nach 1 Monat hatten wir einen Mietvertrag unterschrieben. Nach 1 Monat. Für 1 Monat später. Nach 1 Monat. Ich habe in meinem Leben noch nie das Gefühl gehabt, eine Frau heiraten zu wollen. Und sie frage ich nach 2 Wochen und sie sagt ja. Und sie setzt die Pille ab. Und wir ziehen zusammen. Und dann wohnen wir 1 Monat zusammen. Und es ist aus. Und der Leuchtturm, nachdem du über 1 Jahrzehnt gesucht hast, während du allein in deiner Nussschale über den Ozean gesegelt bist, nach Jahren findest du endlich diesen Leuchtturm und segelst drauf zu. Und denkst dir, jawohl, endlich habe ich Land gefunden. Endlich eier ich hier nicht mehr umher wie so ein Vollidiot. Endlich habe ich ein klares Ziel und eine Richtung, für die es sich lohnt zu arbeiten in meinem Leben und worauf es sich lohnt, das gesamte Leben auszurichten, weil ich diese Frau liebe, weil ich diese Familie, die daraus entstehen kann, liebe. Und weil ich meine sozialen Wünsche
Nee, nicht. Ja, ich weiß, seit 20 Jahren bald hinterherrenne. Endlich. Endlich ausleben kann. Und ich war so unglaublich glücklich und dankbar und dachte so, jawohl, es hat sich wirklich gelohnt, die ganze Zeit durchzuhalten und all diese schlimmen Phasen in deinem Leben zu überstehen. Es hat sich verdammt nochmal gelohnt, wenn das jetzt die Belohnung dafür ist. Und dann... Ja, puppt sich der Leuchtturm als Sirene raus, die dich gerade in dem Moment, wo du am verletzlichsten bist, mit Haut und Haaren auffrisst. Emotional. Wo du gerade quasi bereit warst. Ich habe es noch nie geschafft, außer meiner Mutter gegenüber, ein oder zwei Mal in meinem Leben. Ich habe es noch nie geschafft, mich jemandem emotional so hinzugeben und zu öffnen, weil ich immer, immer die Erfahrung gemacht habe, damit verletzt zu werden. Und ich hatte unglaubliche Probleme, mich Menschen gegenüber zu öffnen. Ich habe für alle immer nur eine Fassade gespielt, von der ich wusste, dass daraus keine tiefen Begegnungen oder Beziehungen entstehen können. Das war mir schon klar. Ja, okay, eigentlich war es mir nicht immer klar. Ich habe mich dann auch oft gewundert, aber grundsätzlich habe ich den Leuten eine Maske hingehalten, von der ich wusste, dass sie sie sehen wollen. Nämlich die des immer glücklichen Entertainers. Und darin bin ich verdammt gut geworden über die Zeit. Wenn du 10 Jahre lang eine Rolle spielst, dann bist du irgendwann die Rolle. Weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, wer sich öffnet, wird verletzt. Und deswegen konnte ich mich eigentlich emotional nie jemandem wirklich öffnen, weil einfach nie das Vertrauen und die Hingabe groß genug war. Nicht mal ansatzweise. Und sie war der erste Mensch, außer meiner Mutter, dem ich mich emotional irgendwann, natürlich auch nicht von Tag 1, aber nach anderthalb oder 2 Monaten, glaube ich, vielleicht auch 2,5 Monate, dem ich mich zum ersten Mal emotional wirklich öffnen konnte und alles rauslassen konnte. Und was hat sie gemacht? Manchmal Stunden später, manchmal Tage später und manchmal auch erst ein paar Wochen später. Aber wenn es Streit gab, hat sie diese Punkte oft genommen, um dich psychisch zu zerstören. Weil sie wusste, wie angreifbar man daran ist. Beispiel gefällig? Das war noch eins der harmloseren. Sie weiß, wie groß mein Kinderwunsch ist. Und sie weiß, dass ich sie damals zumindest als Mutter meiner Kinder gesehen habe. Und dann hatten wir Streit. Und irgendwann brüllt sie im Streit: Clemens, dein Kind ist tot. Dein Kind ist tot. Keine Ahnung, ob sie es in dem Moment absichtlich zweideutig gelassen hat, weil es bedeuten konnte, dass sie wusste, dass sie schon seit einiger Zeit schwanger ist und es jetzt quasi abtreiben lassen wird. Oder dass sie sagt, wir werden keine Kinder haben. Beides
Ist brutal heftig. Dann ihr bester Freund. Ich habe leider schlechte Erfahrungen gemacht mit Freundinnen und deren besten Freunden. Ich hatte meine Freundin in Konstanz. Die hatte auch so einen besten Freund. Und hat immer betont, dass sie den seit dem Kindergarten kennt und dass da nie was passieren wird und ich mir bloß keine Sorgen machen muss und bla bla bla. Ja. Bis sie mir dann irgendwann mal gestanden hat, bin ich mit dem zweimal fremdgegangen. Ja. Und dann fragt man sich auch, warum zweimal? Hat einmal nicht gereicht? Da ist ja dann schon so ein bisschen Wille dahinter, ne? Ja. Und seitdem habe ich da so ein kleines Trauma, was Freundinnen und deren beste Freunde angeht. Vor allen Dingen, wenn sie dann noch ungefähr 100 Mal betonen, wie unfassbar wichtig die sind. Ich verstehe es ja, aber es ist schwer damit für mich umzugehen. So. Und dann habe ich gesagt, okay, stell mir deinen Kumpel vor. Ich lerne ihn gerne kennen. Einfach für mich wäre es verdammt wichtig, dass ich ihn einschätzen kann. Wollte der nicht? Also er wollte mich nicht kennenlernen. Weil er mich aufgrund von ungefähr 3 Situationen als super unsympathisch eingestuft hat. Naja, und dazu noch der Punkt, dass er was von ihr will und ich sie ihm dann quasi weggenommen habe. Seiner Meinung nach. Naja. Übrigens auch sehr lustig. Wir hatten eigentlich in unserer Beziehung, also Jenny und ich, hat sie die Regel aufgestellt, ohne es lange auszusprechen. Wir hatten dann mal irgendwann Stress deswegen, dass wir keinen Kontakt mit Leuten haben, mit denen wir mal im Bett waren. Habe ich gesagt, okay. Hab's akzeptiert. Ja. Mit wem hatte sie die ganze Zeit Kontakt? Mit ihrem besten Freund, mit dem sie mehrmals im Bett war. Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Schon klar, es ist was anderes. Aber Regel ist Regel, meiner Meinung nach. Und naja, dementsprechend skeptisch war ich halt am Anfang und auch eifersüchtig, wenn sie sich mit dem oft getroffen hat und viel getroffen hat. Aber trotzdem war ich für sie da. Als er nämlich mal eine Zeit lang keinen Bock auf sie hatte, war ich für sie da, weil ich wusste, wie scheiße wichtig er ihr ist. Und dann saßen wir draußen auf der Terrasse 3 Stunden und sie hat geheult und geschwelgt und ich war für sie da und habe sie verstanden und war trotzdem für sie da, obwohl ich mit dem Typen nichts anfangen kann, weil ich ihre Situation verstanden habe und seine Situation verstanden habe, weil er ihr hinterhergerannt ist. Und sie nichts von ihm wollte, außer Freundschaft. Und ich kenne seine Situation, ich hatte die selber in der Jugend, da bin ich auch einem Mädchen 2 Jahre hinterhergerannt. Und seitdem habe ich mir geschworen, dass ich sowas nie wieder mache, weil das ist absolut Selbstverletzung. Das ist, puh, das ist echt nicht witzig. Aber deswegen habe ich auch seine Situation verstanden und war dann, habe ihn verstanden und sie und war trotzdem für sie da und irgendwie auch für ihn, auch wenn er nicht mit mir reden wollte. Aber ich habe ihm immer meine Hilfe angeboten und habe gesagt, hey, lass uns reden und dass wir uns besser kennenlernen. Und aber er wollte ja nicht. So, fast forward.
Wir waren schon auseinander eine Woche. Und dann hatten wir Streit, richtig heftigen Streit, wo sie mich auch mal wieder geschlagen hat. Die blauen Flecken waren 2 Wochen da. Ich habe Fotos gemacht nach einer Woche, weil ich es da schon erstaunlich fand, dass sie noch da waren. Komischerweise, wenn ich woanders blaue Flecken kriege, sind die nach 4 Tagen weg. Oder 3 bis 4 Tage. Die blauen Flecken von ihr, 2 Wochen. Läuft. Auf jeden Fall hat sie mich in dem Streit geschlagen. Und ich habe am Tag davor saß dieser Kerl noch mit ihr auf der Terrasse bei uns. Und da habe ich eben die Story erzählt von meiner Ex-Freundin, wo sie mir mit ihrem besten Freund fremdgegangen ist und habe dann eben den beiden erzählt, dass ich das so mega scheiße finde. Ja, einen Tag später, am Abend, in dem Streit, sagt sie übrigens, ich hatte was mit dem. Ich so, bitte was? Wir sind eine Woche auseinander und du vögelst mit dem, willst du mich eigentlich hart verarschen? Ja. Und irgendwann meinte sie da, nee, hat sie doch nicht. Achso, übrigens, Lügen findet sie ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber erst sagt sie, sie hatte und dann sagt sie, sie hat nicht. Also war eins davon gelogen. Und das ist keine einfache Lüge, vor allen Dingen nicht, wenn man so vorgeschädigt ist in dem Thema wie ich. Das ist ungefähr das Heftigste, was du zu jemandem sagen kannst, wenn du die andere Person noch liebst. Sie wollte mir einfach nur ins Reindrücken. Und dann sagte ich, okay, habe ich mir eh schon gedacht, dass du es nicht getan hast. Keine Ahnung, warum du das jetzt gesagt hast, aber ich habe mir eh schon gedacht, dass du es nicht getan hast. Und dann meinte sie so, haha, habe ich doch. Ich habe doch mit ihm gefickt. Ich so, ach komm, jetzt laber doch bitte kein Bullshit, ey. Jetzt hör doch mal auf mit dieser Kinderscheiße. Und dann hat sie gemeint, glaubst du mir nicht? Dann rufe ich ihn jetzt an. Und dann hat sie ihn angerufen. Und dann hat ihn am Handy auf Lautsprecher gemacht und hat sowas gesagt wie, ja, guten Abend, mein Herz. Kannst du mal bitte kurz bestätigen, was wir gemacht haben? Ich weiß nicht mehr, die Tage auf jeden Fall. Dann meinte er so, hä, was denn? Ja, hier Liebe machen. Und er meinte am Telefon, ja. Der war auch total verpennt, der ist gerade erst aufgewacht. Und dann ist er halt wieder eingeschlafen. Nee, ist er nicht. Keine Ahnung. Genau, er meinte ja dann noch so, oh, jetzt will ich wissen, was war. Und dann meinte sie, erzähle ich dir die Tage oder morgen oder so und bla. Keine Ahnung. Ja, da war ich dann ziemlich am Arsch. Ich muss mal kurz eine Aufnahmepause machen, weil ich übel auf Klo muss. So. Nicht wundern, ich habe nur mein T-Shirt gewechselt. Es ist immer noch derselbe Tag, also kurz. Ich habe gerade noch eine Raucherpause gemacht, mir was zu trinken geholt. Wo war ich? Naja. Dann. Ja, weiß ich nicht. Und halt auch so ein Beispiel, ja. Wenn wir Streit hatten, wurde sie manchmal relativ schnell körperlich. Was für mich halt beispielsweise auch durch meine Erziehung, durch meine Mutter, und dafür bin ich auch echt dankbar, einfach ein absolutes No-Go ist, also körperlich zu werden. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, gegen einmal jemanden die Faust erhoben und das war nicht mal heftig. Und sie hat das echt relativ oft gemacht. Zum ersten Mal, glaube ich, nach etwa einem Monat. Und sie hat mich auch mehrfach eingesperrt, als ich im Streit einfach gehen wollte, um mir die Beine zu vertreten, um runterzukommen. Und dann hat sie die Wohnungstür abgeschlossen. Also sie hat sich immer mit eingeschlossen, so ist es nicht, aber sie hat halt den Schlüssel gehabt. Und als ich gesagt habe, gib mir den Schlüssel, ich würde gerne jetzt wirklich einfach kurz spazieren gehen, hat sie gemeint, am Anfang hat sie gemeint, nö, dann kommst du nicht zurück.
Und das hätte ehrlich gesagt echt nicht gestimmt. Dann hat sie mir mehrfach mein Handy weggenommen. Also ich weiß nicht, ob es mehr als zwei waren, aber an zwei Abende kann ich mich erinnern. Hat sie mir mein Handy weggenommen. Nee, es waren drei Abende. Also safe, drei Abende, vielleicht auch mehr. Hat sie mir mein Handy weggenommen und mir nicht wiedergegeben. Der letzte Abend war genau dieser. Das war an einem Mittwochabend. Ich weiß nicht, Ende September, Ende August, Anfang September. Das war genau dieser Abend, an dem sie mir auch das gesagt hat, dass sie mir mit ihrem besten Freund fremdgegangen wäre. Und sie meinte dann, dass sie das ja nur getan hätte, um mir zu zeigen, wie das mal so ist, wenn man kein Vertrauen mehr zu jemandem hat. Zugegeben, ja, ich habe auch Scheiße gebaut, ja. Ja, habe ich. Habe ich definitiv. Aber ich habe immer dran gearbeitet. Natürlich wurde es nicht von heute auf morgen perfekt. Ist auch bestimmt heute noch nicht perfekt, aber es ist schon ein ganzes Stück besser geworden. An diesem Abend, wir lagen nebeneinander im Bett und ich habe ihr halt gesagt, dass ich eine Aktion von ihr, die schon weit in der Vergangenheit war, aber die fand ich halt übel scheiße, weil sie mir halt erzählt hat, dass sie mit einem Bekannten, mit dem sie damals zusammengearbeitet hat, auf der Wachkoma-Station, dass sie mit dem halt Schicht hatte und dann mit dem was hatte. Keine Ahnung, ob auf der Wachkoma-Station oder woanders, auf jeden Fall hat sie halt mit dem gevögelt. So, ist ja an sich okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Echt nicht. Problem ist halt nur, dass dieser Mann doppelt so alt war wie sie, verheiratet und zwei Kinder hatte. Und sie hat trotzdem mit dem gevögelt. Und da habe ich einfach gesagt, ich finde das ganz ehrlich gesagt, erstens sau verantwortungslos und zweitens ziemlich eklig. Also, natürlich ging es von dem Kerl aus, aber das heißt noch lange nicht, dass man mitmachen muss. Vor allen Dingen nicht in so einer Situation. Wenn man weiß, dass der andere verheiratet ist und zwei Kinder und eine Frau hat. Und als sie sich da versucht ein bisschen rauszureden, hat gemeint, ja, das ist nicht meine Verantwortung, wenn er das will und so weiter, bla bla, und das war auch bestimmt nicht das erste Mal und bla bla, und sie glaubt auch, dass seine Frau das weiß, dass er das manchmal macht und bla bla. Da habe ich gesagt, das tut überhaupt nichts zur Sache. Das war diese eine Situation, in der du die Verantwortung für die Familie eines anderen hattest und du hast es bloß drauf geschissen. Finde ich absolut nicht cool. Finde ich sogar sau widerlich. Finde ich richtig widerlich. Und das fand sie dann überhaupt nicht witzig und hat dann eben versucht abzulenken und hat dann gemeint, weil ich am nächsten Tag zu einem Kumpel fahren wollte, um einfach auch mal rauszukommen, weil das ist halt das Ding. Ich bin hierher gezogen für sie und kenne halt hier niemanden, den sie nicht kennt. Oder kannte ja niemanden, den sie nicht kannte. Mittlerweile hat sich es ein bisschen geändert. Deswegen musste ich dann einfach mal weg, weil das war, also da waren wir ja schon auseinander, so vor anderthalb Wochen. Oder seit über einer Woche auf jeden Fall. Und sie geht halt ständig weg und sagt, ich brauche meinen Freiraum und ich brauche das, sonst drehe ich durch. Und ich sage halt, ja gut, und was soll ich tun? Ich sitze hier alleine zu Hause dumm rum und kann mit niemandem drüber reden. Sie hat mir auch verboten, meiner Mutter zu erzählen, dass sie mir gegenüber körperlich wurde. Sie hat mir verboten, meiner Mutter zu erzählen, dass sie Scheiße baut. Das finde ich schon sehr krass, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir tatsächlich eigentlich alle Verbote von ihr auferlegen lassen, weil ich unsere Beziehung retten wollte. Und ich habe nicht mal darauf bestanden, dass sie ihre Fehler einsieht. Ich habe darauf geachtet, an meinen Fehlern zu arbeiten, weil sie für mich als Mensch tatsächlich, und das habe ich auch eingesehen, wirklich wichtig sind für erfolgreiche, langfristige, zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation. Und das hat sich auch schon mittlerweile sogar mehrfach ausgezahlt. Also beispielsweise einfach ehrlich zu sein, selbst wenn es unangenehm ist. Wir lügen
und das sage ich jetzt wirklich mittlerweile, weil ich es wirklich verstanden und verinnerlicht habe. Wir lügen extrem oft, wo es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Einfach nur, um leichten, unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Oder um uns irgendwelche Vorteile zu verschaffen in Bewerbungsgesprächen oder sowas. Und seit ich das verstanden habe, tue ich das nicht mehr. Auch wenn ich weiß, dass das gesellschaftlich das Maß an Lügen, was ich quasi gebracht habe, absolut nichts Ungewöhnliches ist. Trotzdem habe ich verstanden, dass Ehrlichkeit an sich deutlich, deutlich wichtiger ist als diese kleinen Lügen, selbst wenn sie niemandem auffallen und selbst wenn sie nicht mal wichtig sind. Teilweise. Und das habe ich verstanden und ich habe es integriert in mein Leben und lebe danach. Und das hat mir auch, wie gesagt, auch schon seitdem mehrfach was gebracht. Beispielsweise habe ich den Kontakt zu zwei Geschäftsleuten wieder aufgebaut, bei denen ich es mir ein bisschen versaut hatte. Und war dann auch ganz ehrlich und habe gesagt, hier, die Situation ist folgende und das ist mein Problem. Und dann haben die sich auch bedankt und haben gemeint, hey, mega schön, dass du da so ehrlich bist. Und da helfen wir dann auch wieder auf die Beine zu kommen, wenn das wirklich so ist. Also, so versteht ihr, wie ich meine? Hätte ich irgendwie gesagt, ja, mir geht's eigentlich ganz gut, gerade geschäftlich und so, und ich brauche euren Auftrag eigentlich vielleicht gar nicht. Und dann hätten die halt wahrscheinlich gesagt, ja gut, dann, ne? Aber tatsächlich war es dann diese Ehrlichkeit, die mir überhaupt erst den Auftrag gebracht hat. Und auch noch andere Situationen, aber will ich jetzt nicht drauf genauer eingehen. Also lohnt sich auch nicht. Das war jetzt einfach nur ein gutes Beispiel. Die Ehrlichkeit hat sich auf jeden Fall ausgezahlt schon, das in das Leben zu integrieren. Die absolute Ehrlichkeit. Und dann an diesem Abend, als wir eben Streit hatten und ich ihr sagte, dass ich das scheiße fand, dann hat sie gemeint, ja, hier, der Kerl, also ihr bester Freund, würde dann, während ich nicht da bin, würde dann hier schlafen bei uns in der Wohnung. Auch in unserem Bett, also quasi auf meiner Seite. Wo ich dann gesagt habe, ey, sorry, aber das geht mal gar nicht. Ich will nicht, dass der hier pennt. Vor allen Dingen nicht auf meiner Bettseite. Was soll der Scheiß? Aber ich glaube, da wollte es mir auch schon wieder eins reindrücken. Am Tag vorher hatten wir irgendwie tatsächlich noch irgendwie Sex. Wo sie dann auch im Streit meinte, da hätte sie dann an jemand anderen gedacht. Ich habe sie dann nochmal drauf angesprochen irgendwann, ob das denn eigentlich auch eine Lüge war oder ob sie das wirklich ernst gemeint hat, wo sie dann meinte, sie kann sich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube ihr das. Und an dem Abend wurde sie dann eben auch wieder körperlich. Und während ich im Bett lag, wurde sie dann sauer, ist auf mich draufgesprungen, hat angefangen, mich wirklich mit den flachen Händen zu klatschen, sage ich jetzt mal, auf Arme, Schultern, nicht ins Gesicht, aber Arme, Schultern, wo ich dann halt auch irgendwann, habe ich sie an den Armen gepackt und habe gesagt, Jenny, hör jetzt auf mit der Scheiße. Und dann hat sie aber nicht aufgehört, nämlich aufgestanden. Und dann ist sie weiter auf mich los und ich wollte mich nicht wehren, weil ich schlage keine Frauen und Leute allgemein nicht, aber Frauen schon zweimal nicht. Und dann ist sie auf mich los und hat mich an die Wade getreten. Der blaue Fleck hat auch über 2 Wochen, wie gesagt, bestanden. Mehrfach an die Wade getreten, an die linke. In dem Moment habe ich es gar nicht gespürt, wirklich. Das hat auch nicht mal wehgetan, wirklich. Ich habe es dann nur irgendwie gemerkt, dass ich halt diese blauen Flecken habe. Noch ewige Zeit. Und hat dann auch tatsächlich mit der flachen Hand meinen Kopf so gedrückt und an die Wandschräge oben gedrückt. Was jetzt auch nicht wirklich wehgetan hat in dem Moment, aber ich habe mich halt tatsächlich voll in die Ecke drängen lassen, so, ne? Weil ich mich einfach nicht wehren wollte, weil ich gesagt habe, nein, ich schlag niemanden, das mache ich nicht. Aber irgendwann wusste ich mir nicht mehr anders zu helfen und dann habe ich versucht, sie irgendwo zu greifen, an den Armen hat es nicht geklappt, weil die sich ja auch ständig auf mich zubewegt haben und wieder weg und so. An der Schulter bin ich irgendwie mehrfach rausgerutscht und dann hatte ich halt irgendwas irgendwann mal zum Greifen und habe sie dann daran auch weggedrückt und dann auch aufs Bett gedrückt und habe gesagt, hör jetzt auf mit der Scheiße.
Und habe da auch schon ein bisschen fester zugedrückt, weil ich sie einfach in dem Moment, sag ich jetzt mal, purer Fluchtinstinkt so in die Ecke gedrängt und ich wollte einfach nur noch weg. Und als ich sie dann da aufs Bett gedrückt habe, hatte ich dann erst gemerkt, was ich eigentlich in der Hand hatte, und das war halt ihr Hals. Und als ich es bemerkt habe, habe ich auch sofort losgelassen und habe mich auch entschuldigt und habe gesagt, sorry, das war echt keine Absicht. Und dann sagte sie halt zu mir, hoffentlich habe ich einen Würge, also hoffentlich habe ich so ein Würgemal oder sowas, wie man das nennt, keine Ahnung. Und war das davor oder danach? Auf jeden Fall habe ich dann mein Handy genommen und habe gesagt, so ganz ehrlich, als sie halt eben auf mich losgegangen ist, habe ich dann gemeint, ganz ehrlich, ich hole jetzt die Bullen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich lasse mir das echt nicht bieten. Und dann hat sie mir das Handy aus der Hand gerissen. Hat es dann eben auch nicht mehr hergegeben. Das war nämlich das dritte Mal, wo sie es gemacht hat. Die zwei Male davor habe ich keine Androhung gemacht. Ja, ich hatte die Bullen gerufen. Und dann hat sie gemeint, das werde ich nie vergessen, du kannst ja gern die Bullen rufen, aber es ist Zeitverschwendung. Weil was glaubst du, wem sie eher glauben? Einem 105 Kilo Kerl oder einem 47 Kilo oder einer 47 Kilo Frau? Und weil ich weiß, dass es stimmt, musste ich in dem Moment auch einfach wirklich zurückstecken. Obwohl ich wusste, dass ich nichts getan habe, hätte sie einfach nur mit Notwehr argumentieren müssen. Und wie gesagt, wem glaubt man eher? Gerade in dieser Welt, in der was ja grundsätzlich richtig ist, ja, aber wo man bei körperlichen Dingen viel eher der Frau glaubt als dem Mann. Das hat mich dann wieder an modernen Feminismus erinnert und das Bild, was dadurch entsteht. Nur mal so als Beispiel, was ich euch wirklich stark empfehlen kann, ist der Film The Red Pill, ist auf Englisch. Das ist ein Dokumentarfilm von einer Australierin, die sich selbst eigentlich jahrelang als Feministin gesehen hat und sich dann mal die Gegenseite angehört hat. Ja. Und diese Fakten habe ich dann tatsächlich mal auf Deutschland übertragen, weil die nämlich komplett auf englische Sachen bezogen waren, also USA hauptsächlich. Gucken, ob ich es noch irgendwo finde. Ich habe hier so eine Feminismus, weitere Gedanken. Ich habe noch irgendwo ein Riesenschriftstück dazu, aber das hier ist ein zusätzlicher Auszug. Gut, das sind jetzt auch ein paar echt lapale Beispiele. Aber ich habe tatsächlich viele Sachen, wirklich rein faktische Sachen. Ich weiß gerade nur leider nicht mehr, wo ich sie habe. Wenn ich sie finde, lese ich sie mal noch gerne vor. Die wirklich, also faktische Sachen, die auf dem Film beruhen, die aber dann quasi auf deutsche Fakten übertragen wurden, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen konnte, dass das in Deutschland genauso ist, bis ich es überprüft habe. Und dann feststellen musste, es ist hier genauso. Ja. Ich will jetzt keinen großen Ausschweif machen, aber das Grundproblem bei modernem Feminismus liegt in dem Wort Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist nicht gleich mit Gleichverpflichtung. Gleichberechtigung bedeutet einfach nur, jemandem alle Rechte zu geben, die man selber hat, bedeutet aber nicht, ihm gleichzeitig auch die damit einhergehenden Pflichten aufzubürden. Und das ist das, was ich auch im modernen Feminismus an den ganzen Superaktivistinnen, sage ich jetzt mal, mit ihrem Patriarchat und so weiter stark kritisiere, dass sie
sich quasi nur die Rechte rauspicken, also Cherrypicking quasi betreiben, aber vernachlässigen, dass auch eben tatsächlich weiße heterosexuelle Männer ein sehr, sehr starkes Geschlechterbild haben, dass die irgendwie, ohne es zu wollen, erfüllen müssen und dass das auch genauso scheiße ist. Beispielsweise, und das ist eben tatsächlich auch so ein Punkt, der mich ein bisschen auch zur Verzweiflung treibt, das ist nämlich eben genau dieses Bild eines modernen Mannes. Du musst gefühlt alles können. Du musst der Versorger sein für deine Familie. Du musst männlich sein, was ich jetzt nicht weiter ausführen werde, weil das eine extrem schwer zu definierende Sache ist, aber ich habe da schon so ein paar gute Sachen hingekriegt, glaube ich. Also du sollst männlich sein, du sollst deine Familie versorgen, gleichzeitig sollst du fürsorglich sein, du sollst im Haushalt helfen, weil das ist ja nicht Frauensache. Du sollst einfühlsam sein, du sollst für die Frau da sein, gleichzeitig auch irgendwie macho. Du sollst ein Ziel im Leben haben, auf das du hinarbeitest. Und das ist übrigens meiner Meinung nach einer der größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Von Männern wird erwartet, dass sie klare Ziele haben in ihrem Leben, auf die sie hinarbeiten, während das von Frauen absolut nicht erwartet wird. Ich sage nicht, dass sie es nicht sollen oder dass sie es nicht dürfen, aber es wird nicht von ihnen erwartet. Geh mal als Mann durchs Leben und erzähl, dass du nicht weißt, wo du hin willst. Viel Spaß. Dich assoziiert jeder unterbewusst direkt mal mit einem Kerl, der nicht erwachsen werden will. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Männer, inklusive mir, schon oft zur Verzweiflung getrieben hat. Das sind Sachen, die werden nirgends ausgesprochen, aber sie sind vorhanden. Sie sind da. Und also erstmal, es gibt kein Patriarchat. Gibt es nicht. Und zweitens, auch als Mann, als weißer heterosexueller Mann, hast du eine Geschlechterrolle, die von dir erwartet wird. Und zwar straight zu sein, Ziele im Leben zu haben, klare, die auf Teufel komm raus zu erreichen oder versuchen zu erreichen zumindest. Keiner macht dir einen Vorwurf, wenn du nicht alles erreichst, aber du solltest schon einiges davon schaffen, um hohe soziale Anerkennung zu erlangen. Du sollst gleichzeitig, wenn es nach den Frauen geht, die Frau immer an erste Stelle stellen. Du sollst für alle da sein. Du sollst einfühlsam sein. Und das ist echt nicht einfach. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass kaum ein Mann weiß, wie sowas geht. Und wenn es einer hinkriegt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich weiß gerade nicht, wohin es in meinem Leben gehen soll. Sage ich euch ehrlich. Weil ich dachte, ich weiß, wohin es in meinem Leben geht, nämlich mit dieser Frau eine Familie zu gründen. Und ja, jetzt könnte man sagen, scheiß auf die und so weiter, die ist es nicht wert, bla bla. Aber das ist meiner Meinung nach auch ein großer Trugschluss, was Beziehungen heutzutage angeht, dass wir zu schnell hinwerfen,
dass wir einfach viel zu schnell hinwerfen und nicht versuchen, die Fehler des anderen zu akzeptieren oder gemeinsam daran zu arbeiten, wenn der Partner bereit ist, daran zu arbeiten. Und diese Bereitschaft habe ich definitiv entgegengebracht. Und ich habe auch daran gearbeitet, und zwar sehr stark. Und das finde ich einfach so unfassbar schade, dass sie dann trotzdem gesagt hat, nee, kein Bock mehr, das ging mir quasi nicht schnell genug. Wenn man Beziehungen immer hinwirft, nur weil gerade mal irgendwie eine Zeit lang was nicht passt, ja, wie will man dann mit irgendjemandem eine langfristige Beziehung führen? Ich habe mir gesagt, pass auf, Clemens, auch du hast in der Vergangenheit vielleicht Beziehungen zu schnell hingeworfen. Und das wirst du bei ihr nicht mehr tun. Das heißt nicht, dass ich hinterherlaufe. Das heißt nur, dass ich mir vorgenommen hatte, nicht aufzugeben, selbst wenn es mal eine Zeit lang scheiße war. Oder ist. Und sie hat das aber. Natürlich ist mir schon klar, warum sie das getan hat. Weil in ihrem Kopf keine Vision vorhanden war, in der sich die Situation aus ihrer Sicht bessert. Und dafür kann ich ihr keinen Vorwurf machen. Aber ich denke mir halt, es hatte doch einen Grund, warum wir uns so ineinander verschossen haben, weil wir uns so extrem gut verstanden haben. Und ich verstehe einfach nicht, wie man sowas und das, was man alles vorhatte, wegen, ich sag jetzt mal, einem Monat, der dann nicht so gut lief, komplett hinwerfen kann. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Klar, wir waren davor auch erst 2 Monate zusammen, okay. Aber die waren so unfassbar perfekt, ja. Und auch in dem letzten Monat, klar, die letzte Woche hatten wir wirklich Streit, sehr viel. Aber auch in den 3 Wochen davor, da hatten wir zwar auch manchmal Streit, aber grundsätzlich waren das wirklich 3 super schöne Wochen. Und ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie in dieser Zeit. Ich war noch nie so glücklich, noch nie. Und diese ganze Vision von Familie und Zusammensein und heiraten und ein Paar zu sein und füreinander da zu sein, die wurde mir einfach so in den Füßen weggerissen. Und es ist diese Verzweiflung aus dem aus der Tatsache, dass ich mir aktuell überhaupt nicht vorstellen kann, jemals wieder eine Frau so lieben zu können wie sie oder eine zu finden, die auch mich so zurücklieben könnte. Ich weiß, Schmerz vergeht. Das weiß ich grundsätzlich, aber das hilft mir gerade wenig. Es ist so, als hätte man dir... So, weiß ich nicht, weißt du, du hast ein riesen Lebensziel. Familie gründen, Kinder kriegen, tolle Frau haben. Und man reicht es dir auf dem Silbertablett.
Und dann, als du ein paar Happen davon probiert hast und gemerkt hast, wie lecker diese Sache ist, ja, und wie toll und wie glücklich sie dich macht, dann nimmt man sie dir einfach wieder weg. Und zwar so. Und der Grund, warum ich vorhin so geflennt habe, ist einfach, dass ich weiß, was ich meiner Mutter bedeute, und ich weiß, was meine Mutter alles getan hat, um mir das Aufwachsen und alles zu ermöglichen, und dass sie immer für mich da war und mich gepflegt hat, wenn es mir schlecht ging, und das kann ich ihr nicht antun. Es ist tatsächlich aktuell der einzige Grund. Ich kann es meiner Mutter nicht antun, mich umzubringen. Obwohl ich nicht viel Kontakt mit ihr habe und obwohl ich sie echt selten sehe, so wie ich sie kenne, wird sie das nicht verkraften. In ihrem ganzen restlichen Leben nicht mehr. Und das kann ich ihr nicht antun. Übrigens, der Wäschekorb da hinten, dieser hier, ich muss jetzt meine Wäsche in meinem Büro aufbewahren, weil sie meine dreckige Wäsche nicht mehr im Schlafzimmer haben möchte. Warum ich mich eigentlich nicht auflehne, werdet ihr vielleicht euch jetzt vielleicht so langsam mal fragen. Warum lässt du das mit dir machen? Der Punkt ist einfach. Erstens, ich liebe sie noch immer. Zweitens, ich tue alles, um hier ein halbwegs entspanntes Zusammenleben zu führen, solange ich noch hier wohne, weil aufgrund meiner aktuellen finanziellen Lage komme ich hier nicht einfach mal weg. Ich bin hier gerade wirklich gefangen. Ich sitze hier fest. Glaube ich, dass das zwischen uns nochmal was wird? Nee. Tue ich nicht. Weil sie macht nicht einen Anflug von Anschein, dass sie sich irgendwie nochmal Mühe geben würde. Sie sagte auch, sie hat keinen Bock mehr. Und sie sagte auch, dass sie in nächster Zukunft mit niemandem eine Beziehung führen möchte.
Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas Allgemeines. Ja, ich weiß es. Ich weiß es wieder. Das mit ihr ist der eine große Punkt. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit so viel über das andere geredet, dass ich die zwei Punkte oder den anderthalb Punkte total vergessen hatte. Der Grund meiner Verzweiflung ist nicht nur sie und die Tatsache, dass ich die Vision meines eigenen Lebensglücks dadurch verloren habe, zumindest temporär. Ich weiß, dass es nur temporär ist. Die Frage ist, wie lange. Das Zweite ist einfach, dass mir... Es gibt nicht viele Menschen in meinem Leben, die mir wirklich was bedeuten. Die kann ich an einer Hand abzählen, ja. Das ist meine Mutter. Also deren Meinungen mir wirklich was bedeuten über mich. Das ist meine Mutter. Das ist auch tatsächlich irgendwo mein Vater, auch wenn ich mich mit ihm nicht mehr gut verstehe. Das ist David. Und das ist Jenny. Und ihre Eltern tatsächlich. Aber was mich einfach so unfassbar deprimiert ist, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber dass irgendwie gefühlt niemand, also wirklich, ich sage jetzt absichtlich gefühlt, weil ich weiß es ja nicht, aber das ist das, wie es halt kommuniziert wird, dass gefühlt niemand anerkennt oder sieht, was ich in meinem Leben schon geleistet habe. Wie gesagt, ich weiß, das klingt scheiße, so, weil, ne, aber ich habe meine Schule gemacht, obwohl ich die ganze Zeit nur gemobbt wurde. Ich bin trotzdem jeden Tag hingegangen. Meine Mutter hat irgendwann gemeint, willst du die Schule wechseln? Habe ich gemeint, nein, weil damit würde ich denen recht geben und ich würde sie gewinnen lassen, das lasse ich nicht zu. Also habe ich durchgezogen und ich bin auf der Schule geblieben und ich habe dort mein Abi gemacht. Kein gutes Abi, aber ich habe mein Abi gemacht. Ich habe während meiner... Während, als die Abi-Prüfungen gerade quasi ausgewertet wurden in dieser Zeit, das heißt zwischen Schreiben und Erhalten, das war 2012, habe ich mir durch Eigeninitiative, wenn es auch nur befristet war, aber einen Job beim größten Radiosender Deutschlands ergattert. Die eigentlich nur voll studierte und erfahrene Leute einstellen. Aber ich war dort. Anschließend habe ich mich finanziell so durchgeboxt. Ich habe von 400 bis 600 Euro im Monat gelebt. Gelebt. In Köln City. Ich habe meine Miete gezahlt und mein Essen und für mehr war nicht, war kein Geld. Aber ich habe es hingekriegt. Und ich habe meinen YouTube-Kanal aufgebaut. Und ich habe dafür echt geschuftet wie ein, keine Ahnung. Ich habe teilweise 12 bis 13 Stunden am Tag gearbeitet und zwar jeden Tag. Jeden Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, an meinem Geburtstag, wenn ich krank war, an Feiertagen und wenn andere Leute Urlaub gemacht haben. Es waren sicherlich nicht jeden Tag 13, 12 Stunden. An vielen Tagen habe ich es dann auch ein bisschen lässiger gemacht, aber unter 4 Stunden gab es nicht einen einzigen Tag. Über drei,
Jahre hinweg. Über 3 Jahre hinweg. Und das Einzige, und ich habe meinen YouTube-Kanal aufgebaut. Und ich habe es geschafft. Ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft. Und das Einzige, was von zu Hause kommt, war von der Oma. Ja, und wann machst du jetzt endlich mal eine Ausbildung? Oder wann gehst du jetzt endlich mal studieren? Und von meiner Mutter kam die ganze Zeit, ich mache mir Sorgen um dich. Das wird doch langfristig nichts. Und mein Vater hat es akzeptiert und hat die Schnauze, also lange hat er die Schnauze gehalten. Aber keine Ahnung, was er gedacht hat, aber positiv war es auch nicht. Während andere YouTuber einfach die ganze Zeit Unterstützung bekommen haben. Ich möchte keine Namen nennen, aber ich erinnere mich an einige, die gesagt haben, oh, dann habe ich das meinen Freunden gezeigt und die fanden das voll geil und da haben mich alle unterstützt und das war total Ansporn für mich. Und bei mir war es genau andersrum. Als in der Schule rausgekommen ist, dass ich YouTube-Videos gemacht habe, sind sogar die Lehrer haben mich angefangen zu beleidigen und zu mobben und zu verarschen. Die Lehrer! Das muss man sich mal vorstellen. Und zwar nicht hinterm Rücken, sondern direkt ins Gesicht. Und ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich einfach so scheiße wütend war, dass ich gedacht habe, fickt euch alle. Euch zeige ich jetzt mal, wie das geht. Und dass ich das kann. Und da ging es mir tatsächlich lange Zeit auch nur einfach darum, zu beweisen, dass ich die Scheiße kann, obwohl mir alle einreden wollen, dass ich es nicht kann. Und ich habe es geschafft. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, aber ich habe es geschafft. Und dann hast du es geschafft und alles, was von den Leuten, die dir wichtig sind, kommt, ist, ja, aber, zu unsicher. Ja, meine Güte, Selbstständigkeit ist niemals sicher. Übrigens, normale Jobs auch nicht. Wenn du gekündigt wirst, hast du keinen Job mehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Wenn deine Firma, wenn dein Chef, wenn du angestellt bist und dein Chef Scheiße baut und deswegen die Firma den Bach abgeht, rate, wer zuerst geht, der Chef oder du? Ja, richtig, du, mit deiner Festanstellung. Weil jemand anders Scheiße gebaut hat. Als Selbstständiger habe ich es wenigstens selber in der Hand. Ja. Und ich habe mir alles selbstständig aufgebaut, was ich habe, was ich besitze, was ich in Händen halte. Der Computer und die Technik, mit der ich da gerade dieses Video aufnehme. Die ganzen Möbel. Da habe ich mir alles durch meine Selbstständigkeit, durch meine selbstständige Arbeit aufgebaut. Und alles, was von den Leuten kommt, die dir wichtig sind, ist, ja, aber wann machst du denn endlich mal jetzt eine Ausbildung? Ja, wann gehst du endlich mal studieren? Ja, wann ziehst du endlich mal einen Berufswechsel vor? Ach, das ist ja alles so unsicher. Und dann musst du dich selbst von den Leuten, deren Meinung dir eigentlich wichtig ist und die du eigentlich liebst, distanzieren, weil du weißt, jedes Mal, wenn du mit denen sprichst, kommst du auf dieselbe Scheiße zurück. Und du musst dich von allen entfernen, nur um deinen eigenen Traum wahr machen zu können, weil dich einfach keiner unterstützt. Alle Leute, die dir wichtig sind, unterstützen dich in der Sache nicht. Und das ist so unfassbar traurig für mich gewesen, einfach die ganze Zeit. Und ich habe mich so ausgeschlossen gefühlt und so missverstanden, weil bei anderen Leuten hat es doch auch funktioniert, bei anderen Leuten wurden auch supportet. Warum bei mir nicht? Warum wurden mir da nur Steine in den Weg gelegt? Und ich habe sie lange Zeit trotzdem immer aus dem Weg geräumt. Und dann hatte ich ein beschissenes Jahr 2017. Und auch in 2018 habe ich mich erstmal psychisch quasi stabilisieren müssen. Über die ersten 3, 4, 5 Monate. Und habe ich Jenny kennengelernt und alles war perfekt und so weiter. Und dann kam ich aber halt trotzdem in die finanzielle Bredouille. Und was muss ich mir dann anhören? Du bist faul. Du hast nicht mal eine Ausbildung. Mach doch mal was Solides.
Weißt du, ich würde es ja verstehen, wenn ich seit 5 Jahren probieren würde und nichts bei rumgekommen wäre, ja? Oder selbst nach 2 Jahren, wenn keine erkenntlichen Erfolge vorzuweisen wären. Aber wenn ich in der Selbstständigkeit arbeite und gut arbeite, so wie ich es von mir selber eigentlich kenne, dann geht auch was voran und zwar nicht gerade langsam. Und dass man dann trotzdem sagt, ja, das ist nicht solide und mach mal bitte was Ordentliches und bla bla bla. Alter. Es ist einfach unfassbar frustrierend, wenn die einzigen Menschen, deren Meinung dir wichtig ist, sagen, dass deine Einstellung scheiße ist, nur weil sie nach Schema F ticken. Das ist so unfassbar traurig, Mann. Und da ist es dann auch wirklich schwer zu sagen, scheiß auf die Meinung anderer Leute. Das ist wirklich schwer. Weißt du, ich habe kein Problem damit, habe ich wirklich nicht. Ich habe kein Problem damit, in finanziellen Notlagen an der Tanke zu arbeiten. Es ist mir scheißegal. Hauptsache, da geht es mir dann wirklich ums finanzielle Überleben. Während ich in meiner Freizeit dann wieder meine Sache aufbaue. Und einfach dieser Mangel an Support, das ist. Und du denkst, ich kann mich da nicht anpassen. Ich kann es nicht. Ich werde nie die Einstellung haben, dass ich sage, lieber gehe ich arbeiten von montags bis freitags für eine Firma, die mir nicht gehört. Boah, nee, da werde ich total unglücklich. Und da sage ich dann ganz ehrlich, ich weiß, das ist unflexibel. Ich weiß es. Also halt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe kein Problem damit, für andere zu arbeiten, aber als Übergang, um meine eigene Sache wieder aufbauen zu können. Aber von vornherein die Einstellung zu haben, ja, ein Job und ein sicherer Job und das ist das Tollste, was es gibt. Bah! Überleg mal, es gäbe Leute, alle Leute würden so ticken. Wenn alle Leute so ticken würden, gäbe es keine großen Firmen mit vielen Arbeitsplätzen. Dann gäbe es die nicht. Es braucht solche Leute in einer Wirtschaft. Anders geht es nicht. Wenn keiner den Arsch in der Hose hätte, Chef zu sein, dann gäbe es keine Chefs. Dann wären wir alle Freelancer. Und es gäbe keine Teams, die irgendwelche tollen Sachen als Team zusammen auf die Beine stellen. Ja, und was wäre dann? Dann würde sich nichts ernsthaft entwickeln. Oder in einer viel langsameren Geschwindigkeit als jetzt. Ja, da bin ich sauer. Da bin ich sauer auf die Leute, die einfach nicht verstehen, dass ich im Kopf in der Sache anders ticke. Dass ich lieber mich hinsetze, monatelang kein Geld habe und an etwas arbeite, um langfristig wieder etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, statt zu sagen, ich stelle mich jetzt von morgens bis abends bei jemandem in den Laden und räume dem seine Regale ein für einen Mindestlohn. Natürlich ist das ein sichererer Job. Aber das bringt nichts voran. Das bringt einfach nichts voran. Und das ist für mich, ich verstehe die andere Seite, aber die andere Seite versteht mich nicht. Und das macht mich sauer. Das macht mich wirklich sauer. Es ist ja okay, dass die meisten Menschen scheinbar da so sicherheitsbedacht sind. Aber ich bin es halt eben nicht. Und kann einem das Genick brechen? Ja, kann es. Ziemlich schnell sogar, habe ich selber erfahren. Aber man kann es sich auch immer wieder aufbauen. Natürlich ist es anstrengender. Natürlich ist es schöner und bequemer an sich einen 40-Stunden-Job zu haben. Natürlich, wenn du weißt, du, keine Ahnung, du bekommst einen Arbeitsplan vom Chef geschrieben oder von der Chefin. Du bekommst deine Aufgaben zugeteilt. Ja?
Du musst dich um nichts kümmern, du musst es einfach nur machen. Ja, natürlich ist das bequem. Natürlich ist das angenehm. Aber dadurch geht nichts voran. Ich bin durch mein Leben, musste ich schon früh verstehen, dass ich für mein Leben selbst die Verantwortung trage, und zwar komplett. Ich habe es nicht gemacht wegen der Schule und so weiter, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte auch schon mit 15 ausziehen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber naja, Abi wollte ich dann halt tatsächlich echt nicht abbrechen, weil das für mich einfach auch so ein persönliches Ziel war, Abitur zu haben. Aus mehrerlei Gründen. Ich weiß, ich rede gerade mit mir selber, beziehungsweise mit meiner ollen Webcam. Aber selbst das hilft. Es einfach laut auszusprechen, hilft enorm. Und das ist halt eben auch der Punkt. Ich weiß nicht, wem ich sowas erzählen soll. Ich weiß es nicht. Diese Beziehung und diese Frau haben mir irgendwie gefühlt einen Teil meiner Seele genommen. Vor allen Dingen sich dann auch noch die ganze Zeit Vorwürfe anhören zu müssen. Ja, du bewirbst dich ja nicht genug. Und ich denke mir so, ey Leute, ich will auch nicht 5 Jahre in einer anderen Firma arbeiten. Ich will bei mir selbst arbeiten. Ist das so schwer zu verstehen? Ja, aber du hast ja gerade nichts, wovon du leben kannst. Ich so, ja, das ist korrekt, aber das bedeutet auch nicht, dass ich mich direkt auf einen 5-Jahres-Job oder so, auf eine 3-Jahres-Ausbildung verpflichten muss. Was soll der Scheiß? Ohne Witz, ganz ehrlich gemeint. Wenn du Fachkraft werden willst in deinem Leben, okay. Wenn du dich in einem ganz speziellen Bereich selbstständig machen willst, okay. Es gibt zwei Arten zu lernen. Beide sind gleich effektiv. Das eine ist durch Fehler anderer und das zweite ist durch Fehler, die man selbst gemacht hat. Letzteres ist deutlich schmerzhafter, aber ich finde, dadurch prägt man sich deutlich besser ein. Mein Mentor aus Berlin, der früher unfassbar erfolgreich war und dann die Firma verkauft hat, der hat auch gemeint, ganz ehrlich, sei froh, dass du mit 25 deine Pleite hast und nicht erst mit 40 oder 45, wenn es richtig weh tut. Sei froh, dass du die Erfahrung jetzt gemacht hast, weil jetzt weißt du, jetzt hast du gelernt, worauf es ankommt, zu achten. Das wird sich in der Zukunft erst zeigen, natürlich, aber grundsätzlich verstehe ich, was er meint, und er könnte auf jeden Fall recht haben. Jetzt mit 25, klar, es sind jetzt auch 6 Jahre quasi, die man damit nicht hingeworfen hat. Man hat definitiv damit eine Menge Erfahrung gesammelt. Aber es sind halt eben nur, ja, 6 Jahre.
Und ich bin jetzt zum Beispiel nicht jemand, der vorhat, mit 65 oder so in Rente zu gehen und dann zu sagen, das war's für immer. Nee. Ich glaube, Menschen brauchen Aufgaben bis zu ihrem Tod. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alte Männer, die keine Aufgabe mehr haben, das Schicksal haben, sehr früh zu sterben. Wir brauchen Aufgaben. Und deswegen möchte ich etwas tun, was mir Spaß macht, damit ich auch noch Lust dran habe, es zu tun, selbst wenn ich nicht mehr müsste. Weil nur so kann echter Erfolg entstehen, wenn du weißt, okay, mehr muss ich nicht machen, dann höre ich jetzt auf, so viel zu machen, wie ich bisher getan habe, weil dann tue ich nur noch so viel, wie ich es zum Überleben brauche. Was soll daraus entstehen? Ja. Und ja, ich weiß gerade nicht mehr zu reden. Ich habe einfach allgemein das Gefühl, als Einzelgänger durchs Leben gehen zu müssen und dann nicht mal Anerkennung für das zu bekommen, was ich geschafft habe. Ich habe wirklich irgendwie das Gefühl, ich bin komplett auf mich allein gestellt. Und wenn ich dann endlich jemand finde, den ich mal wirklich, wirklich lieben kann, dann besitzt dieser Mensch traurigerweise leider noch nicht die Erfahrung, an der Sache langfristig zu arbeiten. Und gerade als ich dachte, ich wäre angekommen, werde ich schon wieder aufs kalte, offene Meer geschubst und paddel schon wieder um mein Überleben und nach irgendeinem Ziel und kenne mein Ziel aktuell nicht, sondern segel einfach und hoffe, dass ich irgendwo wieder ankommen werde. Wieso kann ich einmal jemand von den Leuten, die mir wichtig sind, warum kann ich einmal jemand sagen, Clemens, das hast du gut gemacht? Warum nicht? Bin ich wirklich so scheiße? Habe ich wirklich nichts richtig gemacht? Habe ich alles falsch gemacht? Weißt du, ich. Was heißt du? Mit wem rede ich eigentlich? Ich habe gesehen, wie andere Eltern stolz darauf waren, dass ihr Kind das Abi mit 25 nachgeholt hat, nach zwei abgebrochenen Lehren im zweiten Jahr oder im dritten Jahr sogar. Also, boah, gut, dass du Abi gemacht hast, bin stolz auf dich und ja und bla. Ja. Und ich denke mir so, Alter. Hätte ich auch nur einmal ein Jahr wiederholen müssen, da wäre aber zu Hause die Hölle los gewesen. Und das heißt nicht, dass mich meine Mutter dann nicht geliebt hätte, aber es wäre, glaube ich, schon eine Enttäuschung für sie gewesen. Und ja, weiß ich nicht, also ich habe mich mit 19 selbstständig gemacht, ohne Ausbildung und ohne Studium und es hat geklappt. Und ich habe mich da durchgebissen, nicht weil ich so gut darin war, sondern weil ich mir einfach so viel Arbeit damit gemacht habe, bis ich gut genug darin war. Und das sieht einfach keiner. Da ist nie irgendjemand zu mir gekommen und hat gesagt, also außer Fans. Aber da ist nie irgendjemand zu mir gekommen und hat gesagt, Clemens, das hast du wirklich geil gemacht. Glückwunsch, das schafft nicht jeder. Nö. Was kommt stattdessen? Wann machst du endlich einen Berufswechsel? Wann machst du endlich was Sicheres? Wann machst du endlich eine Ausbildung? Jede verdammte Ausbildung ist, glaube ich, einfacher als das. Also nichts gegen Ausbildung, ne? Aber es ist wirklich die bequemere Variante.
Du bekommst vorgesagt, was du zu lernen hast. Du bekommst vorgesagt, was du zu tun hast. Das habe ich nicht. Sondern ich musste immer wieder Sachen tun, vor allen Dingen, weil es sowieso allgemein ein Pioniergebiet war und irgendwie auch immer noch ist. Du tust Sachen und überprüfst, ob sie funktioniert haben, und wenn sie nicht funktioniert haben, dann machst du es anders. Ja. Nur muss das relativ schnell funktionieren, weil ansonsten fehlt dir nämlich das Geld, um zu überleben. So einfach. Ja. Hat trotzdem geklappt. Und zwar aufgrund von enormen Anstrengungen. Und ungefähr 3 Jahre lang 24 Stunden am Tag seinen Job im Kopf zu haben und darüber nachzudenken, was man besser machen könnte. Und nicht durch, ja, okay, dann bequeme ich mich jetzt mal auf die Arbeit. Oh, 5, ich gehe mal nach Hause, den Rest vom Tag hocke ich vor der Glotze. Und abends gehe ich saufen. Nee. Ich habe mit Studenten zusammen gewohnt in der WG. Die hatten mehr als 3-mal so viel Zeit wie ich. Und hatten so im Monat sogar noch mehr Geld als ich. Wegen BAföG und sonst was. Keine Ahnung. Warum tue ich mir die Scheiße an? Warum kämpfe ich so hart gegen ein System? Warum fällt es mir so schwer, mich zu integrieren? Und böse gesagt, zu fügen. Warum ticke ich so komplett anders? Warum kann ich nicht einfach normal sein in solchen Dingen? Es würde mein Leben so viel angenehmer und einfacher machen. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich weiß nicht, wo ich die Kraft noch hernehmen soll. Es ist das. Es ist entweder succeed or die trying. Also schaff es oder verreck beim Versuch, es zu schaffen. Aber andere Optionen gibt es für mich nicht. Es widerspricht meiner Natur. Es widerspricht meinem Charakter. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwelche Lebenserfahrungen in meinem Leben machen soll. Und ich bin ja eigentlich an sich ein relativ schicksalsgläubiger Mensch. Aber manchmal fragst du dich echt, boah, Alter. Ich finde einfach keine Kraft mehr zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wo ich die noch hernehmen soll. Ja, okay. Ich mache jetzt wirklich Schluss für heute. Es ist noch derselbe Tag, aber mir sind noch viele Sachen eingefallen, über die ich reden möchte. Wo fange ich an? Es ist alles ein bisschen unstrukturiert, ich weiß. Es sind aktuell so Kleinigkeiten, die mich total, die mich irgendwie aktuell so mega runterziehen. Ich meine, ich bin hierher gezogen für sie und habe meine Wohnung in Nordrhein-Westfalen aufgegeben. Und ja, ich hatte dort keinen großen sozialen Freundeskreis, echt nicht. Ich hatte David und Anna, die immer für mich da waren. Gut, nicht so häufig, wie ich es gerne gehabt hätte, aber das ist absolut kein Vorwurf. Ich lasse Leuten ihr Leben so und freue mich dann, wenn sie sagen, okay, heute haben wir Zeit und so. Und wie gesagt, allgemein war David und auch Anna immer super hilfsbereit und alles. Sie waren halt quasi meine einzigen echten sozialen Kontakte dort, mit denen ich mich auch regelmäßig treffen konnte. Aber auch das habe ich halt eben aufgegeben, um für meine damalige Verlobte, hierher zu ziehen, nach Mittelfranken.
Und mir war halt klar, dass ich dann natürlich absolut abhängig bin von ihrem sozialen Umfeld. Und wie gesagt, es ist mir wirklich noch nie leicht gefallen, Freunde zu finden, echte Freunde zu finden, überhaupt Freunde zu finden. Leute, die zu dir sagen, hey, heute Abend ist eine Party, komm vorbei. Oder ich weiß, es ist total skurril eigentlich, weil ich bin der Entertainer, mit der 500.000 Abos hatte, so, und da könnte man eigentlich denken, Alter, du musst doch sozial übelst kompetent sein. Nein, nein. Nein. Das sind Stammtischwitze, die mir die Befriedigung gebracht haben, von einer Online-Community akzeptiert zu werden. Aber im privaten und persönlichen fühlte ich mich eigentlich immer ziemlich alleine. Ich habe das dann oft früher kompensiert durch Frauen, weil dir als Mann einfach ein auch ein YouTube-Kanal einen hohen sozialen Status gibt und vor allen Dingen eine Menge Leute bedeutet eine Menge Frauen. Das fand ich dann aber relativ bald schon nicht mehr befriedigend, weil du einfach merkst, dass Sex alleine keinen glücklich macht. Und deswegen habe ich mir dann auch gesagt, fuck it. Was ich brauche, ist eine Beziehung, eine wirkliche Beziehung. Und hör auf mit diesem Rumgevögel. Es ist nicht so, als hätte es keinen Spaß gemacht. In dem Moment. Aber du bist dann morgens oft aufgewacht und dachtest so, okay, und jetzt bin ich wieder alleine. Und da war dann diese Leere, die irgendwie einfach nicht gefüllt werden konnte. Und dann habe ich das eine Zeit lang dadurch kompensieren können, dass ich quasi beruflich die ganze Zeit unterwegs war, also wirklich teilweise mehr unterwegs war, und zwar wirklich rein beruflich, als ich zu Hause war. Oder mindestens genauso viel beruflich unterwegs war, wie ich zu Hause war. Das war auch immer eine gute Kompensation, weil du dadurch immer viel mit Leuten in Kontakt warst und das Gefühl hattest, dass was geht und Erfolg und bla. Aber dann kamst du nach Hause und wusstest, sobald ich diese Tür aufmache, diese Haustür, bin ich wieder alleine. Und deswegen war mir von Anfang an klar, dass ich, wenn ich hierher ziehe zu ihr, mit ihr zusammen in diese Wohnung, von ihren Sozialkontakten extrem abhängig bin. Und das war auch in Ordnung im ersten Monat. Ich weiß, es klingt bescheuert, das so zu sagen, aber ich war wirklich froh darüber, dass sie mich dann auch überall mitgenommen hat, ihren Freunden vorgestellt hat. Mit ihren Eltern habe ich mich eigentlich ziemlich gut verstanden. Ich weiß nicht, wie die das sehen. Ich fand es immer sehr, sehr angenehm. Aber als dann halt quasi Schluss war, hat sie mich halt angefangen, kategorisch auszuschließen. Und ich kann ihr das nicht mal großartig übel nehmen. Also eigentlich gar nicht. So. Ich bin ein bisschen sauer in der Hinsicht auf sie, weil sie weiß, dass ich dadurch hier niemanden habe. Aber sie halt die ganze Zeit unterwegs ist. Und ich sag mal so, wenn du alleine zu Hause bist, geht das irgendwie halbwegs klar, weil du bist halt alleine zu Hause. Wenn du aber mit jemandem zusammen wohnst, der ein soziales Leben hat und in seiner Freizeit die ganze Zeit was mit Leuten macht, aber dich halt eben kategorisch ausschließt, fühlt sich das richtig, richtig scheiße an. Klar, wie gesagt, wir führen keine Beziehung mehr. Und deswegen kann ich sie auch nicht übel nehmen, dass sie alleine was mit ihren Freunden machen will oder ihrer Familie oder sonst was. Aber es fühlt sich halt dennoch richtig, richtig scheiße an. Auch deswegen, weil dieses kategorisch ausgeschlossen werden einfach etwas ist, was mich meine gesamte Jugend verfolgt hat. In der Klasse nicht wirklich angenommen werden, sondern einfach nur da zu sein oder gemobbt zu werden.
Kannst du dir aussuchen, was besser ist? Wenn du dann so auf dem Dorf lebst, dann hast du auch einfach irgendwie diesen Stempel. Ich habe dadurch dann eine Unsicherheit mehr und mehr bekommen, überhaupt mit Leuten in Kontakt zu treten, weil ich immer dachte, die denken, also ich habe mich dann auch einfach wertlos gefühlt und dachte dann, ja, komm, die wollen doch eh nichts von mir. Und das hat ganz, ganz lange gebraucht, dieses Gefühl der Selbst, des Selbstwertgefühls, dieses wieder irgendwie aufzubauen. Aber trotzdem, also jetzt gerade die Situation, jetzt ist sie auch gerade auf dem Geburtstag mit ihres Vaters alleine. Was ich auch schon irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich eigentlich mich mit ihrem Vater auch immer ganz gut verstanden habe. Dachte ich zumindest. Wie gesagt, ich kann es natürlich verstehen, dass er sagt, ja gut, du bist der Ex-Freund meiner Tochter, warum sollte ich dich mitnehmen? Verstehe ich. Es ist mein Geburtstag, ich will eine gute Stimmung und so weiter, verstehe ich. Aber es ist trotzdem scheiße hart. Es ist, dieses kategorisch ausgeschlossen werden ist einfach. Und ich sehe es, weil ich sehe es schon wieder so als kleinen Lichtfunken an. So, ich hatte wirklich, dann war auch vorhin wieder ihr bester Freund da und so weiter. Und sie hat sich richtig, richtig hübsch und schick gemacht und sieht mega gut aus. Und ich denke mir so, Mann, Mädel, das könnten unsere gemeinsamen Erlebnisse sein. Und ja, das ist ein bisschen egoistisch, ich weiß. Aber dadurch, dass ich halt hierher gezogen bin, hier niemanden kenne, mein Job zu Hause stattfindet, den ich ausübe, ich fühle mich einfach scheiße einsam. Zusätzlich noch. Und dann auch noch zu sehen, wie die andere Person quasi ständig unterwegs ist, ist doppelt hart. Und ich hatte eigentlich wirklich ganz große Lust, heute noch irgendwie, wie soll ich das sagen? Ich hab mir wirklich, wirklich lange überlegt, wie ich es mache. Du bist komplett alleine in deinem Leben. Und die Partnerin, die du hattest, die du heiraten wolltest, die dich heiraten wollte, mit der du Kinder kriegen wolltest, die mit dir Kinder kriegen wollte. Interessiert sich nicht mehr für dich. Und jetzt bist du für die hierhergezogen und dann ist das einfach aus. Und du bist hier alleine und keine Sau hier interessiert sich für dich und keiner kann dich auffangen, wenn es dir scheiße geht, außer dir selbst. Was übrigens auch mit ein Grund ist, warum ich das hier überhaupt aufnehme. Es ist niemand da. Es ist einfach niemand da. Es ist niemand da, dem ich wirklich was wert bin. Es ist niemand da, zu dem ich abends gehen kann und sagen, hey, ich möchte mit dir reden, weil mir geht es richtig, richtig scheiße. Wenn ich das mit Jenny mache, dann sagt sie, ey, ohne Scheiß, ich habe meine eigenen Probleme. So ungefähr. Und der einzige Grund, warum ich es heute nicht machen werde, so scheiße ich mich auch fühle, ist, dass. Und ich weiß, das ist ein super simpler Grund, ne? Aber das reicht dir in solchen Momenten schon. Das sind diese kleinen Strohhalme, an die du dich klammerst, weil du einfach nichts anderes mehr hast. Der einzige Grund ist, dass Jenny heute, vorhin und auch jetzt per WhatsApp echt normal und nett zu mir ist. Was für mich schon wieder Hoffnungsschimmer genug ist. Obwohl ich weiß, dass es Blödsinn ist, dass aus uns nochmal was werden könnte. Ich fühle mich in so vielen Punkten irgendwie total missverstanden. Und es gibt so wenige Leute, mit denen ich wirklich mich connecten kann, mit denen ich kompatibel bin. Aber was mich gerade auch einfach wirklich extrem hart eben einfach komplett im Kopf zerreißt, ist dieses kategorisch ausgeschlossen werden aus allem. Aus Treffen mit Freunden, aus
Treffen mit den Eltern, aus Aktivitäten, aus Freizeit, aus allem. Aus allem. Und wie gesagt, ich habe ja sonst niemanden. Außer ihr. Und anfangs habe ich damit auch ein bisschen Theater gemacht und habe gemeint, ey, ohne Scheiß, du weißt, ich bin hier alleine. Und dann hat sie halt gemeint, ja, aber ich muss erstmal auf mein eigenes Leben klarkommen und da nehme ich dich sicherlich nicht mit. Und dann hat sie halt auch noch gesagt, und das verstehe ich in gewisser Weise auch, du machst nichts mit meinen Freunden ohne mich. Wie gesagt, das verstehe ich auch in gewisser Weise irgendwie. Ich fände es auch komisch, wenn sie an, beispielsweise, es wäre passiert, wo sie aber selber sagt, es wäre nie passiert, wenn sie zu mir gezogen wäre und ich sage, ey, ich habe heute Abend keinen Bock auf dich, ich mache heute was mit David und Anna alleine. Wir gehen richtig weg, obwohl ich weiß, dass du dann hier dumm zu Hause alleine rumsitzt. Es stört mich mittlerweile schon nicht mehr ansatzweise so auf die Art, dass ich neidisch darauf bin oder eifersüchtig, nicht dabei sein zu können. Aber es ist einfach diese Gesamtsituation, dieses kategorisch ausgeschlossen werden aus allem. So als wärst du irgendwie so der letzte Depp, der einfach zu Hause, keine Ahnung, wie so ein Schwein im Stall. Nichts gegen Schweine. Schweine sind süß. Aber wie so ein Haustier. Und ich weiß, es ist dumm und. Pickup-Artists nennen sowas One-Nighters, also sich zu sehr auf eine Frau zu fokussieren. Ja, absolut. Das ist auch nicht gut, das tut mir auch nicht gut, das tut keinem Mann gut, das tut auch keiner Frau gut, sich zu sehr auf einen Mann zu fokussieren. Vor allen Dingen, wenn der oder diejenige nichts mehr von dir will und überhaupt keinen Bock mehr auf dich hat. Aber allein die Tatsache, dass sie heute so normal mit mir redet. Ja, Mann, ich liebe diese Frau einfach. Ich kann dagegen nichts tun, ich liebe sie. Aber sie liebt mich nicht mehr und sie schließt mich aus ihrem Leben aus. Und das höchste der Gefühle ist, dass sie normal zu mir ist. Normal, nicht freundschaftlich, einfach nur normal. Wie zu jemandem, den man auf der Straße trifft und der zufällig halt auch noch mit dir zusammen wohnt, so ungefähr. Es ist schon deutlich besser als das, was die letzten Wochen waren, nämlich absolute Kälte. Absolute Kälte von ihrer Seite aus. Das war brutal. Das war richtig brutal. Sie kommt von der Arbeit, sagt nicht mal Hallo. Dann sage ich, hey, wie war die Arbeit? Und dann kommt zurück, ja, passt schon. Geht raus, geht dann rauchen. Macht x WhatsApp-Sprachnachrichten mit Freunden, lacht dabei, freut sich, ist gut drauf, telefoniert, lacht mit anderen, telefoniert mit anderen, tauscht mit denen Informationen aus und irgendwann fragst du so, davon hast du ja gar nichts erzählt. Und dann kommt zurück, warum sollte ich dir das erzählen? Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich mich nie wieder von jemandem so in den Griff kriegen lasse, aber es ist Liebe, was will ich tun? Was willst du tun? Ich weiß, das Beste, was ich tun könnte, wäre ein Hardcut und zu sagen, okay, ich bin weg. Ciao. Kein Kontakt mehr. Wird mir definitiv gut tun. Kann ich mir aber nicht leisten. Kann ich mir einfach nicht leisten. Also finanziell. Ich bin hier gerade gefangen. Und es kommt so vieles zusammen. Das eine Mal, als wir wieder mega Streit hatten. Und ich wusste, dass es wieder eskalieren wird, weil ich da mittlerweile so ein Muster drin erkannt habe bei ihr, also schon relativ früh erkannt habe, dass es noch eskalieren wird.
Dann habe ich mein Handy genommen und habe eine Aufnahme gestartet mit der Diktiergerätfunktion. Und in dieser Aufnahme hat man auch so Sachen gehört wie, ich kann es nicht mehr zitieren, aber ebenso, keine Ahnung, dann bringe ich dich um und solche Sachen. Ich weiß, dass es nicht ernst gemeint war. Aber ich wollte mir quasi Absicherungen schaffen für den Fall, dass es mal ganz krass eskaliert. Also eben mit Polizei und Pipapo. Keine Ahnung, wie wertvoll diese Aufnahme in dem Fall gewesen wäre, aber zumindest hätte ich irgendwas gehabt. Ja. An dem Abend hat sie mir auch mein Handy weggenommen. Und obwohl das Handy halt gesperrt war, sobald der Bildschirm angeht, läuft diese Diktierfunktion. Und dann hat sie das gesehen. Und dann war sie höllisch entsetzt. Und hat das als Vertrauensmissbrauch eingestuft. Und was hat sie gemacht? Da sie meinen PIN kennt, ich kenne auch ihren, aber wir gehen nicht an unsere Handys grundsätzlich. Also echt nicht. Ich schaue nicht mehr drauf bei ihr. Hat sie diese Sprachaufnahme gelöscht. Und dann habe ich sie gefragt, ich weiß, es ist eine rein rhetorische Frage, aber habe ich sie gefragt, warum hast du jetzt gelöscht? Und kam von ihr nur zurück, welche Sprachaufnahme? Alles klar. Sie ist auch. Wenn wir Stress hatten und ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt raus und rauchen, ist sie immer, also ist sie oft dann wirklich auf Schritt und Tritt mitgekommen. Keine Ahnung warum, weil sie irgendwie gedacht hat, ich würde irgendeinen Scheiß machen, irgendjemand anrufen oder so. Oder einfach weggehen. Anfangs hat sie mich eingesperrt mit sich selbst, weil ich gesagt habe, warum tust du das jetzt? Und hat sie gemeint, wenn ich dich jetzt gehen lasse, dann bist du weg. Was ich niemals gewesen wäre, definitiv nicht. Aber damals hatte sie noch wirklich Angst drum, dass ich gehen würde. Weil sie wusste, dass das, was sie gerade abzieht, scheiße ist. Und dass da Leute dann keinen Bock mehr haben in der Situation. Und dann gab es einen Abend, das war wirklich kurz vor Ende der Beziehung. Da lief es eigentlich ganz gut. Wir haben miteinander gekuschelt. Dann habe ich halt angefangen, sie zu streicheln und anzufassen. Und dann lag sie halt eigentlich nur noch mit dem Rücken zu mir. Und hat es einfach genossen, dass ich halt was gemacht habe. Was ich tatsächlich ziemlich frustrierend fand. Und weil, keine Ahnung, also ich finde, das beruht auf Beidseitigkeit. Und ich will jetzt hier eigentlich keine, also ich werde jetzt keine genaue Geschichte erzählen. Mir geht es um ein wichtiges Detail, aber das ist halt erwähnenswert. Und dann weiß ich nicht wieso, aber eigentlich ist das überhaupt nicht mein Ding, aber dann bin ich irgendwie sauschnell gekommen und habe halt gemeint, ja, ich brauche erstmal eine Pause, wie das halt so ist. Und dann hat sie angefangen, irgendwie Stress zu machen, weil sie meinte, irgendwie, keine Ahnung, das ging sauschnell und dass ich sie jetzt hier so quasi heiß gemacht habe und dann fallen lasse und so weiter. Und das fand sie dann mega zum Kotzen. Und dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr nach der Debatte irgendwie auf Sex. Und dann hat sie aber gemeint, nee, du lässt mich jetzt nicht so hängen. Wir haben jetzt Sex. Ich so, Danny,
Entschuldigung, aber nach der Sache eben, da läuft bei mir nichts mehr. Das geht nicht. Dann habe ich so die Hose auch hochgehoben, gezeigt, obwohl diese wunderschöne nackte Frau neben mir lag, Jenny, da läuft nichts mehr. Das geht nicht. Das ist psychisch, ist das. Ja. Und hat sie gesagt, dann sorg dafür, dass es läuft. Ich so, Jenny, da läuft nichts mehr. Dann sorg dafür, dass es läuft. Ich so, sonst was? Das willst du nicht erfahren. Sorg dafür, dass es läuft. Habe ich gesagt, ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. Dann hat sie gesagt, nein, du gehst jetzt nicht eine rauchen, wir haben jetzt Sex. Weil du lässt mich hier nicht so fallen. Habe ich gesagt, du, pass auf, ich lege mich jetzt neben dich, wir können gerne drüber reden, aber hier wird nichts mehr passieren, das geht nicht. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat mir unter die Hose gegriffen und hat angefangen, mir einen runterzuholen. Obwohl das Ding super schlaff war. So richtig schlaff. So komplett schlaff. Und naja, dann hat er sich halt mit der Zeit angefangen aufzurichten. Einfach nicht, weil ich Lust drauf hatte. Einfach keine Ahnung. Also da hast du dann gemerkt, dass Geschlechtsteile vom Kopfgefühl, also von den Emotionen tatsächlich sogar getrennt funktionieren können. Das war krass. Hätte ich nicht gedacht, dass da überhaupt irgendwas passieren würde, aber es ist halt was passiert. Aber ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Und ich habe gesagt, Jenny, hör bitte auf. Ich will das nicht. Und sie hat weitergemacht. Dann hat gesagt, Jenny, hör bitte auf. Ich will das nicht. Sie hat weitergemacht. Und eigentlich wollte ich sie wegdrücken oder so, aber das ist ein bisschen schwierig, wenn eine Frau gerade deinen Penis in der Hand hat, weil du dich damit eher selbst verletzen würdest. Und irgendwann konnte ich nicht mehr anders als lachen, weil ich die Situation so unfassbar skurril fand, dass ich quasi gerade vergewaltigt werde. Dann konnte ich nicht mehr anders als lachen. Und dann, dachte ich mir so, ja, okay, wie bin ich hier gelandet? Ja, also meine Freundin, damals noch Freundin, meine Freundin verbietet mir, rauszugehen, eine rauchen, weil sie jetzt Sex hat. Und wenn ich es nicht tue, dann soll ich mir die Konsequenzen besser nicht vorstellen. Und da ich weiß, wie sie sein kann, wollte ich das wirklich nicht. Und dann, als sie gemerkt hat, dass ich lache, hat sie angefangen, ziemlich feste zu drücken. Den Penis. Und das hat wehgetan. Aber ich fand es so skurril, dass ich weiterlachen musste. Und dann hat sie noch fester gedrückt. Dann habe ich gesagt, Jenny, hör jetzt auf. Lass es. Es tut weh, während ich gelacht habe. Ich konnte nicht anders. Es ging einfach nicht. Das war zu krass, die Situation. Und dann hat sie gemeint, so steht doch. Und jetzt fick mich. Habe ich dann gemacht, tatsächlich. Weil ich einfach dachte, gut, machst es, dann bist du ja raus. Habe ich dann auch gemacht. Ja. Ende der Geschichte war, dass ich fast die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil ich Schmerzen in meinem Schwanz hatte. Weil sie nämlich auch mit den Fingern, sagte sie mir zwar am nächsten Tag, es war aus Versehen, als ich sie darauf angesprochen habe, weil sie es nicht wollte eigentlich, aber sie hat es halt trotzdem gemacht. Weil sie nämlich ziemlich fest auf die Harnröhre gedrückt hat. Und das hat dann die ganze Nacht relativ ordentlich gebrannt. Sodass ich auch alle 10, 20 Minuten aufs Klo musste. Ich hätte nicht gedacht, dass man als Mann von einer 47-Kilo-Frau vergewaltigt werden kann. Habe ich echt nicht gedacht. Aber das war krass. Das war so ein richtiger Psychoterror-Shit, Alter. Puh.
Ich muss dazu sagen, am Abend danach habe ich in der Hinsicht auch Scheiße gebaut. Einfach, weil ich ihr zeigen wollte, wie das ist. Dann hatten wir nämlich Stress, wieder, als wir im Bett lagen. Und dann habe ich einfach angefangen, sie anzufassen. Und dann meinte sie, hör auf, du tust mir weh. Und meiner Meinung nach habe ich es wirklich nicht festgetan. Also wirklich so wie immer. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du psychisch keinen Bock drauf hast, dann kann das durchaus unangenehm sein. Bis wehtun. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich mir dachte, nö, ohne Scheiß. Nach dem Scheiß gestern, das lasse ich mir nicht bieten. Dann weißt du mal, wie das ist. Aber ich habe es wirklich nicht festgemacht. Ich schwör's, ich habe es nicht festgemacht. Ich habe nicht gedrückt oder sonst was. Es war wie immer halt. Nur, dass sie ja keinen Bock drauf hatte, weswegen es vielleicht ein bisschen weh getan hat. Und dann hat sie gesagt, Clemens, hör auf, du tust mir weh. Dann habe ich nochmal weitergemacht. Nicht lange, 10 Sekunden zwischen denen, was sie gesagt hat. Und dann hat sie es nochmal gesagt und dann habe ich gesagt, okay, ich hör auf. Aber jetzt weißt du, wie das ist. Nur mit dem Unterschied, dass ich dich nicht gequetscht habe. Gebe ich zu, war scheiße. War richtig scheiße von mir. Kenne mich so auch nicht. Sowas habe ich noch nie gemacht. Also eine Frau gegen ihren Willen angefasst. Noch nie. Wirklich noch nie. Das Ende der Beziehung war dann 1 oder 2 Tage später. Wir hatten Streit, ich kann nicht mehr sagen, warum. Und sie hatte eine Blasenentzündung, weswegen sie auch Antibiotika genommen hat. Aber das war nicht der Grund des Streits. Aber auf jeden Fall bin ich dann irgendwann, weil ich, wenn ich unter Stress stehe, dann muss ich aufs Klo. Und zwar ziemlich oft. Kennen, glaube ich, viele. Und dann bin ich halt aufs Klo und habe gerade die Tür zugemacht, weil ich dann auch einfach dachte, geil, kurz mal 3 Minuten nicht streiten vielleicht. Und stehe aber noch hinter der Tür und dann kommt sie und wirft sich auf die Türklinke und in die Tür rein, sodass die Tür halt mit ziemlicher Wucht aufgeht und haut mir die Tür halt wirklich voll an den nackten Zeh. Und dann wurde ich sauer. Dann wurde ich richtig sauer. Und habe ich sie halt an der Schulter gepackt und habe gesagt, Jenny, was soll die Scheiße? Und daraufhin hat sie das dann in der Situation als körperlichen Angriff wahrgenommen. Ich hab sie wirklich nur an der Schulter gepackt, damit sie aufhört. Oder damit sie halt, um ihr kurz klarzumachen, dass das Scheiße war. Und das hat sie dann als körperlichen Angriff gewertet und hat angefangen, auf mich einzuschlagen. Mit flachen Händen, muss man fairerweise sagen. Sie hat es nie mit den Fäusten gemacht. Immer mit flachen Händen. Hat meinen Arm gepackt und hat richtig, richtig heftig reingebissen. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Und hat dann aber nicht nur reingebissen und mich dann weggestoßen oder so. Nein, sie hat den Arm gepackt, über ihre Schulter gezogen und dann reingebissen, sodass ich quasi ihn nicht mal wegziehen konnte. Es sei denn, ich hätte ihr halt echt wehgetan. Keine Ahnung wie. Irgendwann hat sie damit aufgehört. Dann konnte ich mich auch wieder befreien. Dann hat sie aber noch weiter auf mich eingeschlagen. Und dann habe ich sie halt wirklich für mein Empfinden in dem Moment, weil es halt wieder so quasi Fluchtinstinkt war, relativ leicht geschubst nach hinten. Worüber ich mir in dem Moment halt keine Gedanken gemacht habe, war, dass dahinter die Badewanne war und dass sie da hätte reinfallen können. Was echt scheiße ist mit Hinterkopf und so.
Aber sie ist nicht reingefallen. Sie hat nur einen Schritt rückwärts gemacht, so. Hat mir dann aber nachher erklärt, dass sie dachte, ich will sie da wirklich reinschupfen. Wollte ich ganz sicher nicht. Ganz, gar, wirklich, gar, nee, m-m, niemals. Und dann hat sie mich angebrüllt und man hat in ihren Augen gesehen, dass sie es todernst meint und hat gesagt, Clemens, es ist aus. Es ist aus, es ist aus, es ist aus. Das war's. Werde ich nie vergessen. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich überhaupt noch mal, überhaupt auch nur den Versuch starte, mit dieser Frau irgendwas zu machen und auch nur den leisesten Schimmer einer... Und natürlich kann man sich jetzt fragen, warum um alles in der Welt hast du überhaupt noch den leisesten oder warum willst du überhaupt noch mit dieser Frau zusammen sein? Das frage ich mich schon stark, ja. Der Punkt ist einfach, ich habe noch nie eine Frau so geliebt wie sie. Wir haben uns von Sekunde 1 an so unfassbar gut verstanden. Und auch wenn es nur 3 Monate waren, die schön waren, auf denen jetzt ein ganz trauriger folgte, aber diese 3 Monate waren unbeschreiblich. Ich hab mit Jenny in den ersten 3 Monaten mehr tolle Sachen erlebt, als mit meinen gesamten Beziehungen in meinem Leben zusammen davor. Und ich weiß, dass wir eigentlich super, super gut miteinander können und dass wir eigentlich, ich will nicht sagen, mittlerweile würde ich nicht mehr so weit gehen zu sagen, dass wir füreinander geschaffen sind, aber ja, wir können unglaublich gut miteinander. Nur das Problem ist, es ist nicht so, als würde ich es nicht nochmal versuchen wollen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie es möchte. Und das ist ihr gutes Recht, auch nach den Sachen, die passiert sind. Aber dass sie es halt nicht mal versucht, das finde ich sau schade. Das Problem als Mann ist, also es ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Das hat jetzt tatsächlich auch damit nichts zu tun. Aber ich glaube, das Problem als Mann ist, dass wir Männer allgemein in gewisser Weise nach einem Sinn suchen, weil uns keiner in die Wiege gelegt wird. Als Mann musst du deine Rolle in der Gesellschaft finden. Sie wird dir nicht geschenkt. Und oft versuchen wir das, glaube ich, über Verantwortung. Weil Verantwortung für uns Männer der Beweis ist, wenn wir sie erfüllen können, dass wir etwas wert sind. Das heißt, wir definieren uns durch unsere Taten, die männlich sein müssen. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum Männer so viel prädestinierter dafür sind, eine Sucht für Computerspiele zu entwickeln, weil Computerspiele dir vorgaukeln, dass du für etwas Verantwortung trägst. Wenn du einen Spielcharakter hast, ist es deine Verantwortung, ihn zum Helden zu machen und hast gleichzeitig das Ziel vor Augen, quasi so den stärksten Kämpfer der Welt auszubilden, der Beste zu werden. Es ist eine Art auch der Hierarchie, du kannst dich mit anderen Spielern messen. Du bist Level 20 und der andere ist nur Level 18. Ha, was für ein Loser. Und ja, oder sei es, keine Ahnung,
Ich habe in der Runde 5 Kills gemacht und du nur einen. Du Opfer. Oder weiß ich nicht, wenn du eine Wirtschaftssimulation spielst, es ist deine Verantwortung, diese Stadt oder diesen Freizeitpark oder was auch immer groß zu machen und erfolgreich zu machen und finanziell profitabel zu machen. Ich glaube, das spielt schon stark mit rein. Wenn du als Mann aufwächst oder als Junge, hörst du oft so Sätze wie, verhalte dich doch mal endlich wie ein Mann. Was quasi impliziert, dass du es erstens nicht bist und zweitens, dass Männlichkeit nichts Natürliches ist, was dir in die Wiege gelegt wird, sondern dass du es erlernen musst. Und du es nicht drauf hast. Das wird dir gesagt damit. Das Problem ist, und dafür gibt es einfach keine explizite Formel, was ist ein Mann? Es gibt keine echten männlichen Rollenbilder. Erstens ist es Auslegungssache. Beispielsweise, keine Ahnung, ist ein Barbar aus dem Osmanischen Reich von damals ein echter Mann, der raubschatzt und plündert und vergewaltigt? Ist ein erfolgreicher Anwalt ein richtiger Mann in seinem Job? Ja. Privat? Keine Ahnung. Was ist ein richtiger Mann? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube, ich weiß, warum ich das gerade zusammen in ein Video packe. Nämlich der Grund, dass Frauen von Männern oft verlangen, männlich zu sein, ohne ihnen zu sagen, was genau. Sie wollen einen richtigen Mann. Und auch Jenny gegenüber habe ich das oft vernachlässigt, weil ich sie so sehr geliebt habe, dass ich mich ihr hingegeben habe, wodurch ich oft deutlich zu weich war. Das ist etwas, was mir schon häufig passiert ist bei Frauen, mit denen ich zusammen war. Bei ihr aber echt extrem. Und dass du dadurch einfach so auch deine Attraktivität verlierst. Was bestimmt mit ein Grund war, warum sie keinen Bock mehr hatte. Weil sie gesehen hat, okay, ich habe hier die dominantere Person als mein Freund, die dominantere Position als mein Freund. Was ist denn das bitte für ein Kerl? Und die hatte sie eben zum Beispiel auch dadurch, dass ich halt hierher gezogen bin und halt dadurch abhängig von ihren Sozialkontakten war und logischerweise hier erstmal kein echtes Leben hatte und immer noch nicht habe. Kein eigenes, selbstständiges Leben. Aber weißt du, alleine, dass sie jetzt heute vorhin ein Smiley in WhatsApp geschickt hat, zum ersten Mal seit Wochen gefühlt, ist schon wieder echt viel wert irgendwie, keine Ahnung. Auch von Männern hörst du oft, lass die Eier wachsen. Was auch immer das bedeutet. Ja? Durchsetzungsvermögen, bestimmt, aber auch, keine Ahnung, Durchsetzungsvermögen ohne Kompromisse ist auch nicht gut. Ja, also wo ist die Grenze? Jemand, der immer nur auf seinen Punkt besteht, wird auch nicht weit kommen. Ich ruf mal Sorgen Telefon. Telefonseelsorge. Hilfe erhalten.
Und das ist der Punkt, da bin ich eigentlich schon wieder zu stolz für anzurufen. Ich denke mir so, ganz oder gar nicht. Zieh's durch oder lass es. Aber werd nicht zu einem dieser Opfer, die irgendwie... Und auch das ist eigentlich so ein dummer Gedanke, ne? Ey, boah, da könnte ich mich schon wieder selbst für schlagen, wenn ich ein Freund von Gewalt wäre, was ich nicht bin. Dummer Clemens. Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Überhaupt nicht. Man muss auch einfach mal bereit sein, Hilfe anzunehmen. Aber dann kommt dann auch wieder der Punkt rein, ja. 2013 hatte ich auch eine richtig, richtig beschissene Phase. 3 Monate durchgehend wollte ich mich eigentlich nur umbringen. So, dann habe ich einen Psychologen angerufen. Meinte der erstmal so als allerersten Satz, nachdem ich in 5 Minuten geschildert habe, was mein Problem ist, kam als erste Antwort von ihm zurück: Können Sie mich überhaupt bezahlen? Ich, Dankeschön, aufgelegt. Da habe ich bei der Krankenkasse angerufen, habe gesagt, können Sie mir Psychologen empfehlen, die Sie auch ne, bedienen oder die mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja, ja, hier haben Sie 10 Nummern oder sowas, keine Ahnung. Da habe ich 3 davon angerufen und jedes Mal kam die gleiche Scheiße. Ja, da müssen Sie sich noch 6 Monate gedulden. Ich sage, Entschuldigung, mir geht's nicht in 6 Monaten schlecht, mir geht's heute schlecht. Und ich habe keinen Bock mehr zu leben, also was soll die Scheiße? Ja, geht nicht früher. Ja, danke. Für nichts. Ja, das ist meine Erfahrung mit Psychologen. Was soll ich da jetzt anrufen? Ich mach das jetzt einfach. Was soll passieren? Ah, cool. Ah ja, okay. Ich dachte gerade, weil als erstes da erstmal steht Mailberatung, Chatberatung, Vorortberatung. Katze, nein, jetzt nicht. Hey. Nein, nein, nein. Du hast Fressen, du hast Trinken und geschmust, damit ich auch. So, 0800, 3 mal die 1, 0, 3 mal die 1. Mal gucken, was bei ihr passiert. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Weil es ein Eingeständnis an sich selber ist, dass man nicht weiter kann. Und ja, ich weiß, zu sagen, die Gesellschaft hat dran Schuld, mein Umfeld hat dran Schuld, meine Ex-Freundin hat dran Schuld. Ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet, dass ich mich selbst als Opfer meiner Umstände sehe und das ist eigentlich keine gute Lebenseinstellung, die einen voranbringt. Weiß ich. Weiß ich wirklich. Es hilft mir gerade nicht. Es hilft mir einfach nicht. Weil, deswegen fühle ich mich jetzt trotzdem scheiße. Was soll ich machen? Soll ich jetzt runterschlucken und irgendwo hinten in die letzte Ecke stellen, ins Kämmerchen diese Gedanken und einfach so tun, als wäre nichts? Helfe ich mir auch nicht mit. Ich weiß ja, was dann passiert. Das kommt in 2-3 Monaten, kommt das wieder raus. Das kann man nämlich leider nicht einsperren. Umso länger man es einsperrt, desto größer wird's. Und drüber reden gerade mit der Kamera oder mit dem Mikrofon hier hilft echt ein bisschen. So, ich rufe da jetzt an. Ich prokrastiniere. Ich will nicht anrufen. Automatische Anrufbeendung. Da ringe ich mich dazu durch und dann sowas. Verdammte Scheiße, Alter.
Ja, dann chatte ich jetzt mit denen. Ist mir jetzt auch egal. Haben sie Pech gehabt. Zum Termin. Loggen Sie sich hier ein zu Ihrem Termin. Liebe Chatterinnen und Chatter, am 1.10. startet unser neues Mail- und Chatsystem mit zahlreichen Verbesserungen. Das bringt mit sich, dass wir unsere bisherigen Systeme am 30.09. abschalten werden. Bitte melden Sie sich dort im neuen Chatsystem an, wenn Sie mit uns chatten möchten. Dieses System wird dann gelöscht und hat Ihnen ausschließlich das neue System zur Verfügung. Ja, neu anmelden. Neue Anmeldung. Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre verfügbaren Chattermine in den kommenden Tagen. Sollten kein Termin verfügbar sein, empfehlen wir, diese Seite in Kürze noch einmal aufzurufen. Ja, cool. Heute 21 Uhr bis 21.45 Uhr in 1 Stunde 16 belegt. Danke für nichts. Gut. Können wir schon vorstellen, dass die grundsätzlich zu tun haben, aber... Mann, ich wollte es gerade einfach jemandem erzählen. Und mal wieder fühle ich mich mit meinen Gedanken und Sorgen alleine. Nicht allein gelassen. Ich mache denen keinen Vorwurf dafür, dass die ausgebucht sind. Aber alleine. Weil ich es jetzt gerade keinem erzählen kann, außer dieser scheiß Webcam. Mann, Jenny. Ich hab dir deine Scheiße auch vergeben. Warum kannst du mir meine nicht? Warum siehst du nicht, was wir hatten miteinander? Warum siehst du das nicht? Warum kannst du nicht einfach sagen, okay, hier ist ein Versuch, lass es uns probieren. Ich verlange ja nicht, dass du so tust, als wäre nichts gewesen, aber... Oh mein Gott. Ich weiß, dass wir miteinander funktionieren können. Ich weiß es. Wir haben unsere Linien jetzt ziemlich hart auf eine extrem brutale Art und Weise, emotional brutal, haben wir unsere Diskrepanzen ausgelotet. Ja, aber ich bin kein anderer Mensch wie der, in den du dich verliebt hast. Im Gegenteil, ich habe mich seitdem sogar deutlich gebessert. Ich habe die Sachen umgesetzt, die du von mir verlangt hast. Du deine nicht und ich verlang's ja noch nicht mal. Aber ich verlang von dir, dass du mich wieder liebst. Nein, okay, das darf ich nicht. Nein. Das ist nicht gut. Clemens, lass solche dummen Sätze. Du weißt, dass du es nicht verlangen darfst. Es ist... Ich habe jetzt auch Angst, bei der Polizei anzurufen, weil ich Angst habe, dass sie jetzt zu krasse Maßnahmen direkt einleiten, weil die ja bei Verdacht auf irgendwas direkt gesetzlich gezwungen sind, Sachen einzuleiten. Und dann wäre meine Angst, dass sie mich abholen. Jetzt gerade wäre das meine Angst, weil das, ich sag jetzt mal, die halbwegs gute Stimmung, die ich gerade mit Jenny habe
Und eventuell ist das gerade der Pfad auf die Besserung, den würde ich damit komplett einstampfen. Das sollte ich erst machen, wenn gar nichts mehr läuft. Gar nichts mehr, gar nichts mehr, gar nichts mehr. Solange ich noch den kleinsten Funken Hoffnung habe. Mann, Jenny! Das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Hey. No. Magst du gehen? Ja, komm. Jetzt magst du doch nicht gehen. Weißt du, was du willst? Nein, weißt du nicht. Du bist eine Frau. Okay, sorry, das war fies. Tschüss. Mann, gib mir doch mal einen Tipp. Irgendwer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich fühle mich halt auch so scheiße dabei, weißt du, sie ist dann weg und dann kommt sie wieder und sie weiß genau, der wartet hier wie so ein freudiger Hund so halbwegs drauf, so, also sie weiß halt ganz genau, dass ich nicht weit weg sein kann, im besten Fall bin ich spazieren und in einer halben Stunde zurück oder sowas, also. Mann. Kannst du mir helfen, Büroklammer? Wäre echt geil. Ich meine, eigentlich die Anzeichen, dass sie zu solchen Sachen fähig ist, ne? Die waren da. Aber ich wollte sie nicht sehen, weil ich total verknallt war. Sie hat erzählt von ihrem Ex-Freund, auf den sie mit dem Messer losgegangen ist. Und den sie schwer verletzt hätte, wenn er keine richtig fette Winterjacke angehabt hätte.
Und das ging dann auch zur Polizei. Aber das wurde dann fallen gelassen, weil sie dann wieder zusammen waren. Mutzi, hey! Nee, du hast doch. Ich komme gleich nochmal. Ja, ich mache jetzt erstmal Pause. Ich weiß gerade nichts mehr. So, jetzt kennst du meine Geschichte. Und das ist nur eine Geschichte von vielen, und das ist mir auch wichtig zu betonen. Nur weil sie jetzt von mir kommt, jemandem, der eine gewisse Öffentlichkeit eben noch hat, ist es deswegen keine wertvollere oder weniger wertvolle Geschichte. Mir ging es damit darum, dir oder euch zu zeigen, was im Kopf eines solchen Menschen vor sich gehen kann. Es gibt bestimmt tausende Gründe. Ich bin kein Experte, ich bin kein Psychologe. Aber Selbstmorde passieren in Deutschland über 25 jeden Tag. Und das sind die leider erfolgreichen. Ich will nicht wissen, wie viele Versuche es eigentlich sind. Auch weltweit ist die Statistik nicht anders. 0,1% der Menschen circa bringen sich selbst um. Was aber über alle Nationen hinweg gleich ist, egal welcher Ethnik, egal welche Religion, egal welche Staatsform. Bei Männern ist die Statistik immer etwa dreimal höher als bei Frauen. Das heißt, von 4 Selbstmorden sind 3 Männer. Und ich habe für mich verstanden und herausgefunden, warum es bei mir so war. Es war ein gefühlter Mangel an Anerkennung für meine bis dahin bisherige Arbeit oder mein bisheriges Leben. Damit eben durch die Schule, durch, ja, tatsächlich meinen Vater, dann eben auch durch die Nächsten und die ganze Kritik quasi an der Karriere, die ich überhaupt eingeschlagen hatte. Ach, es gab so viele Gründe. Dann war es ein Problem mit Stolz. Ich war zu stolz, um Hilfe anzunehmen. Und das hatte ich versucht, ein bisschen damit eben auch ins Spiel zu bringen. Also deswegen habe ich es auch so drin gelassen und alles, weil ich so ein bisschen über das Thema Definition Männlichkeit gesprochen habe. Wie gesagt, viele Sachen sehe ich heute nicht mehr so glücklicherweise. Und ich glaube, dass das wirklich für viele Männer auf dieser Welt ein großes Problem ist, sich selbst als Mann zu definieren. Ich denke, dass das etwas ist, woran wir arbeiten sollten. Und ich hoffe, dass ich damit vielleicht ein kleines bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken konnte. Ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, zu behaupten, die gesamte Formel oder alles jetzt zu wissen, warum das so ist, dass sich Männer so viel häufiger umbringen als Frauen. Aber es muss Gründe dafür geben und die würde ich gerne wirklich erforschen. Und wisst ihr, ich bin ein großer, großer Freund von Gleichheit, von Menschlichkeit, von Menschenliebe, von Nächstenliebe, von Selbstliebe, von all diesen Dingen. Aber dabei sollten wir auch tatsächlich, so blöd das jetzt klingt, vielleicht für einige von euch, die Männer nicht vergessen. Denn wenn wir von wirklicher Gleichheit in einer Gesellschaft sprechen, dann sollten wir nicht nur davon sprechen, Frauen und Minderheiten an die weißen Männer anzugleichen, sondern allen jede Gleichheit zu geben. Okay? Und wenn sich Männer dreimal öfter umbringen als Frauen, muss das irgendeinen Grund haben. Okay? Und das. Die Definition der Männlichkeit war für mich zum Beispiel, die einem einfach als Kerl niemand beibringt. Das war für mich wirklich ein großer Punkt. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh, viele, viele Antworten gefunden zu haben auf Fragen, die ich mir noch in diesem Video gestellt habe. Dazu gerne in zukünftigen Videos mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn du wirklich bis hierhin die 3 Stunden durchgehalten hast. Und jetzt gibt es zum Ende die letzten 10 Minuten noch einen kleinen Roman, den ich eingesprochen und selbst geschrieben habe über den besagten Abend. Das ist ein 10-minütiges Kapitel. Viel Spaß und vielen Dank fürs Dabeisein. Es war in einer kalten Nacht, kurz vor 2, und seine Hände zitterten, während er sich noch eine ansteckte. Die dunkle Landstraße schien unendlich lang zu sein heute Nacht. Das Ziel so weit entfernt, während er darauf zulief, und doch war es noch nie so nah. Wollte er überhaupt ankommen? Er war losgezogen, um anzukommen, doch Zweifel machten sich in seinen Gedanken breit. Es schauderte ihn. Vor ihm lag ein 3 Kilometer langer Marsch. Keine lange Strecke, doch er ließ sich Zeit. Er zündete sich noch eine an,
was nicht so einfach war bei dem kühlen Wind, der ihm durchs Gesicht fegte. Seit er das Dorf verlassen hatte, war der Wind stärker zu spüren. Ihm war aber nicht kalt. Die dicke Winterjacke gab ihm ein wohliges Gefühl. Als er sich dessen bewusst wurde, fragte er sich, warum er diese überhaupt angezogen hatte und ärgerte sich darüber. Es spielte keine Rolle, in welcher Kleidung er ankommen würde. Aber an diesen Ort zu gehen und es sich gleichzeitig schön warm zu machen, ergab überhaupt keinen Sinn. Vielleicht wollte er wirklich nicht. Sein Herz sagte ja, doch sein Verstand versuchte ihn eines Besseren zu belehren. Obwohl die Strecke an einer Landstraße entlang übers offene Feld verlief, bekam er davon nichts mit. Sein Blick war starr nach vorn gerichtet, wie auf das Ende eines Tunnels. Gedanken durchzogen ihn. Sie waren wild, ungeordnet und es waren viel zu viele zur selben Zeit, um sie verarbeiten zu können. Es war, als würde ein Orchester in seinem Kopf spielen, doch jeder Musiker spielte ein anderes Stück. Plötzlich war er angekommen. Ohne es zu bemerken, tief versunken in seinen Gedanken, fand er sich am Ziel seiner kurzen Reise wieder. Oh, hatte er sich auf diesen Ort gefreut und sich doch gleichzeitig so gefürchtet, ihn zu erreichen. Dieser Ort bedeutete das Ende und den Anfang zugleich. Er blickte von der Brücke hinunter, auf der er sich befand. Unten rasten auf beiden Seiten Autos mit ihren Scheinwerfern ihre jeweiligen drei Spuren entlang. Man konnte hier oben deutlich die Luftverwirbelungen spüren, die die Kraftfahrzeuge hinterließen und das Geräusch der Widerstände, die sie bekämpften. Luft und Straße mussten von den kräftigen Motoren bezwungen werden, um die Geschwindigkeit zu halten. Physik. Alles war Physik. Und die Physik sollte auch ihm helfen, wenn er tun sollte, weswegen er hier war. Die Brücke war etwa 10 Meter über der Autobahn. Unten wartete harter Asphalt auf ihn und nur zur Sicherheit, wenn das nicht reichen sollte, würde ihn jede Sekunde ein 40-Tonner überfahren. Natürlich würde er in Fahrtrichtung springen, sodass der Fahrer ihn nicht noch frühzeitig auf der Brücke stehen sehen würde und bremsbereit wäre. Nein, er würde auf der Seite springen, dass der Fahrer keine Chance hätte, ihn zu sehen, bevor er es schon fallen würde. Das Timing war die größte Schwierigkeit. Würde er zu früh springen, könnte so ein Notbremsassistent die Situation richtig erkennen und die Geschwindigkeit drastisch reduzieren, zu drastisch vielleicht, um ihn töten zu können. Klar, es handelte sich hier um einen LKW. Ob voll oder leer, der Unterschied wäre für seine 100 Kilogramm nicht entscheidend, aber er wollte auf Nummer sicher gehen. Würde er jedoch zu spät springen, würde er einfach nur auf dem LKW landen. Das wären etwa 4 Meter weniger Fallhöhe und eine deutlich weichere Landefläche. Gar nicht gut. Das wäre eher eine Garantie für lebenslange Einschränkungen. Nein, es musste richtig gemacht werden. Ganz oder gar nicht. Darum war das Timing so wichtig. Er durchforstete sein Gedächtnis nach logischen Schritten, um sich eine passende Formel herleiten zu können, dachte an sein 12. Jahr in der Schule, dachte an das 13. Jahr in der Schule, Physik, Leistungskurs, was hatten wir da nochmal gemacht? Es mussten so um die 2 Sekunden sein, die er vor Eintreffen des LKWs abspringen musste, plus eine weitere halbe Sekunde Puffer, um ganz sicher zu gehen, ohne aber den nötigen Abstand zu unterschreiten, dass der Fahrer noch rechtzeitig bremsen konnte. Wenn ein Lastkraftwagen mit 80 km/h fuhr, bedeutete das, dass er ca. 30 Meter pro Sekunde zurücklegte. Bei 2,5 Sekunden sind das etwa so also 75 Meter oder anders gesagt ein Dreiviertel Abstand zwischen 2 Reflektorenpfosten neben der Fahrbahn. Er musste also eigentlich einfach nur abwarten, bis ein LKW den letzten Pfosten hinter sich passierte und dann loslassen. Er sah nach unten. Mit weit ausgestreckten Armen hielt er sich vor dem Geländer fest und ließ sich nach vorne kippen. Vor ihm ein Ausweg. Hinter ihm nur Schmerz. Zwischen Loslassen und Lösung lag nur ein kurzer Moment der Tapferkeit. Eine Träne floss ihm über seine Wange. Er bereute. Er bereute, was er vorhatte zu tun, dass er nicht die Kraft gehabt hatte, eine andere Lösung zu finden. Er bereute, was er seiner Mutter antun würde und er bereute, dass er einen unschuldigen Fahrer wahrscheinlich traumatisieren würde. Er bereute, dass er die Liebe seines Lebens nicht halten konnte. Er bereute, dass er sein Leben ehrenlos beenden würde. Er war es, der es nicht geschafft hatte, in dieser Welt klarzukommen. Er war es, der nicht lebensfähig war in dieser Gesellschaft. Wenn einem alle entgegenkommen, ist man wohl selbst der Geisterfahrer, dachte er sich. Ein lautes Hupen auf der Gegenfahrbahn. Er erschrak sich so sehr, dass er vor Schreck fast losgelassen hätte. Hatte dieses Hupen ihm gegolten? Er klammerte sich wieder fest an das Geländer, das hinter ihm lag. In diesem Moment realisierte er, was es bedeuten würde, zu springen. Dort wartete keine Lösung, sondern das Ende. Das Ende, welches bedeuten würde, dass er keine Chance mehr hätte, seine Fehler zu begradigen. Es wäre nicht ein Ende, es wäre das Ende. Keine Tür mehr, die für ihn woanders aufgehen würde. Es wäre final.
Voller Angst vor dem, was hätte passieren können, drehte er sich behutsam um, das Geländer fest umschlungen und wand sich darüber zurück auf die sichere Brücke. Er erinnerte sich daran, dass er doch eigentlich panische Höhenangst hatte. Warum hatte er sich so krampfhaft festgehalten? Er wollte das doch eigentlich gar nicht. Hätte er springen wollen? Hätte er losgelassen, statt sich festzuhalten? Doch sein Verstand konnte nicht loslassen. Sein Überlebenswille hatte wieder die Oberhand gewinnen können. Und das war seine Rettung. Er kauerte sich auf den Bürgersteig, mit dem Rücken ans Geländer gelehnt und zündete sich eine an. Er dachte nach. Eine Lösung für seine Probleme hatte er immer noch nicht parat, aber er wusste, dass er nicht sterben wollte. Für seine Situation gab es immer noch keine Lösung, dachte er sich. Streng deinen Kopf an, sagte er zu sich selbst, doch die Situation schien nach wie vor aussichtslos. Es sei denn... Die Zeit verging. In kalter Luft und Zigarettenrauch schien sich der Uhrzeiger schneller zu drehen. Er zog sein Handy erneut aus der Tasche und wählte die Nummer zum wiederholten Male. »Bist du dir der Konsequenzen wirklich bewusst?«, fragte er sich selbst. Er starrte auf den Bildschirm. Es waren nur 3 Ziffern darauf zu lesen. Nicht, dass es einem Menschen schwerfallen würde, 3 Zahlen einzugeben, doch diese 3 waren besonders. Wenn er den grünen Knopf drücken würde, der den Anruf auslöste, wäre nichts mehr wie zuvor. Sein bisheriges Leben würde eine dramatische Wendung nehmen, deren Ausgang niemand vorhersehen konnte. Dessen war er sich bewusst, doch er war sich nicht sicher, ob er das auch wollte. Die Angst überkam ihn. »Was ist, wenn es dadurch nur noch schlimmer wird?«, dachte er sich. »Warum willst du anrufen? Beende es einfach hier und jetzt, du musst nur 5 Sekunden tapfer sein, dann ist alles vorbei.« Sobald das Mobiltelefon sich einwählen würde und an der anderen Seite jemand abhob, gäbe es kein Zurück mehr. Dessen war er sich vollends bewusst. Der Bildschirm erlisch. Er hatte zu lange gezögert. Er steckte das Gerät wieder in seine Jackentasche und dachte nach, während er sich noch eine ansteckte. Eigentlich rauchte er nicht so viel, doch heute Nacht hatte er das vergessen. Es war unwichtig. Alles war unwichtig. Es gab nichts, was heute in dieser Nacht ihm hätte helfen können, außer einer Sache natürlich. Doch das würde nie passieren und genau darum, weil es nie passieren würde, war er auch hier. Die Zigarette erlosch. Erneut zückte er sein Mobiltelefon und wählte die 3 Ziffern ein. Wie in Schockstarre glotzte er den Bildschirm an, während sein Daumen bereits über dem Button schwebte, der den Anruf auslösen würde. Er zitterte am ganzen Körper. Auf dem Bildschirm stand es klar und deutlich: 110. Der Polizeinotruf. Was würde als nächstes passieren? Er dachte daran, wie sein Handy sich ins Mobilfunknetz einwählen würde. Wie der Funkmast die Informationen zur Weiterleitung erhalten würde und ihn direkt mit der Notrufzentrale verbünde. Es würde jemand abheben. Und dann? Weiter konnte er nicht blicken. Der Rest war Theorie. Plötzlich zuckte sein Daumen. Er musste feststellen, dass der Finger bereits den großen grünen Knopf gedrückt hatte, doch das Handy wählte noch nicht. Es schien die Verbindung erst herzustellen, wenn man den Finger wieder vom Bildschirm nahm. Wie bei einer Landmine, dachte er sich und erinnerte sich an diverse Szenen aus Hollywood-Produktionen. Jetzt ist es auch egal. Zieh es durch. Trau dich, sagte er zu sich selbst. Er löste den Finger vom Bildschirm und das Mobilfunkgerät wählte die eingegebene Nummer. 1000 Gedanken schossen ihm gleichzeitig durch den Kopf. Ängste, Hoffnung, Fragen, Erinnerungen. Es gibt kein Zurück mehr. Anrufe werden geortet. Jetzt wissen sie, wo du bist und sie werden zu dir kommen. Sag Tschüss, altes Leben. Ein neues Kapitel beginnt. Während er das dachte, war er unendlich traurig und fühlte sich doch erlöst. Frei. Es würde etwas passieren, auch wenn er nicht wusste, was es war, aber es würde passieren. Doch seine Trauer galt dem Abschied. Dem Abschied von seinen Hoffnungen, seinen Wünschen, seinen Lebensvorstellungen. Der Abschied galt ihr. Auf Wiedersehen, meine Liebe, sagte er leise vor sich hin, während er sich eine Träne nicht verkneifen konnte. Sie wurde eiskalt in dem Wind, der ihm übers Gesicht peitschte. Ein Freizeichen. Noch ein Freizeichen. Endlich nahm jemand ab. »Polizeinotruf, wie kann ich Ihnen helfen?« meldete sich eine überraschend freundliche, aber dennoch bestimmte Männerstimme. Die Tatsache, dass die Stimme so positiv klang, schockierte ihn für einen Bruchteil einer Sekunde. Damit hatte er nicht gerechnet, und in seiner Situation wirkte das Ganze auch irgendwie unangebracht. Doch wie hätte sich der Mann sonst melden sollen? Schluchzend? Traurig? Zornig? Noch im selben Moment begriff er, die Aufgabe des Telefonisten war es, Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Das hatte der Mann am anderen Ende der Leitung geschafft. »Hallo?« »Ich brauche Ihre Hilfe«, und dachte sich noch im selben Moment, was für ein dummer Satz das war. Natürlich brauchte er Hilfe. Warum sonst sollte er anrufen? Wertvolle Sekunden wurden vergeudet.
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber eine lange Pause, weil er sich bewusst wurde, was er gerade tun wollte. Ich war gerade auf dem Weg, Selbstmord zu begehen. Informationen wurden gewechselt. Minuten vergingen. Polizeisirenen heulten. Heller werdende Blaulichtreflexionen in den Bäumen ließen ihre nahe Zukunft erahnen. Das war's. Was jetzt geschehen wird, liegt nicht mehr in meiner Hand, dachte er sich. Dies war eine andere Zukunft, aber mit demselben ungewissen Ausgang wie die andere. Doch sie würde in dieser Welt stattfinden.